Strength.
The way I see it, humans used to be a lot like Ferengi. Greedy, acquisitive, interested only in profit. We're a constant reminder of a part of your past you'd like to forget. But you're overlooking something. Humans used to be a lot worse than the Ferengi. Slavery. Concentration camps. Interstellar wars. We have nothing in our past that approaches that kind of barbarism. You see? We're nothing like you. We're better. Hallo. Sound resumed. Hallo. Irgendwie bin ich ein bisschen düster. Jimmy, bist du auch da? Hallo. Ach komm, ich bin auch da. Ich bin gerade ein bisschen düster. Du bist dunkel, ja, hab ich auch. War alles so wunderschön und jetzt gerade direkt. Und jetzt kacke ich ab, ja, super. Da spielt die Backbox. Ach, guck mal, bring mal ein bisschen Licht rein. Ja, ja. Ein bisschen Licht ins ganze Dunkel. So, hallo zusammen. Ja, schönen Abend. Boah, macht einen auf Lord of Darkness. Ja, hello Darkness, my old friend. So, ja. Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, und hat man den Trailer gehört? Ich habe ihn gehört, ja. Hat er euch gefallen? Hat er euch gefallen. Wir haben gestern extra noch uns dran gesetzt, einen deutschen Untertitel dafür zu basteln. Ich würde sagen, er ist so cool, wir lassen ihn doch nochmal laufen. Kannst du das machen? Lassen ihn. Okay, sei still. Psst. Ich finde ihn so toll. Okay, ich habe ihn selber gemacht, aber trotzdem, ich finde ihn wirklich toll. Noch einmal. Das ist die Originalstimme. Das ist die Originalstimme von Quark aus der Episode aus der zweiten Deep Space Nine Staffel, Episode 25, 26? Die letzte Episode. Das ist die zweite Staffel 26. 26, ja. Also gestern meintest du mit 26. 26, ja, ist die letzte Episode. Genau, und das ist halt Quark, der das sagt. Genau. Der unterhält sich eigentlich mit Cisco. So, dann machen wir mal das Video, ne? Machen wir nochmal das Video. Weil es so schön ist. Okay. Sound muted. The way I see it, humans used to be a lot like Ferengi. Greedy, acquisitive, interested only in profit. We're a constant reminder of a part of your past you'd like to forget. But you're overlooking something. Humans used to be a lot worse than the Ferengi. Slavery. Concentration camps. Interstellar wars. We have nothing in our past that approaches that kind of barbarism. You see? We're nothing like you. We're better. So. Sound resumed. Dann dürfen sie nochmal gucken, nochmal sehen, nochmal hören. So, ja. Da kam schon die erste Frage. Gibt es in Zukunft eine Ferengi-UI? Ja, gibt es. Wir hatten gehofft, dass wir heute schon sie kriegen. Cutter Slate ist aber leider viel beschäftigt und sie wird in den nächsten Wochen definitiv online gehen. Also ein, zwei Wochen wird es noch dauern. Dann ist sie da. Ja, dann kommt sie dazu. Und ich denke, man sollte jetzt auch mal sagen, dass wir hier unseren The Great Material Continuum, dass das der Patchname ist. Ja? Und dazu auch natürlich die passende UI liefern werden. Klar. Und das, soweit ich es bisher sehen durfte, ich bin da einer der ganz wenigen, die Devs werden auch ein bisschen ausgespart daraus, sie ist geil. Sie ist richtig geil. Sie ist richtig, richtig geil. Ja. Macht richtig Spaß. Clemens, schnell die Kinder abgestellt. Kinder, Schuhe aus, Jacke aus, aufhängen, geht in die Zimmer und spielt. Papa muss an den PC. So stelle ich mir das gerade vor, Entschuldigung. So, dann starten wir direkt mal Stellaris. Ja. Wir haben gestern festgestellt, bei mir braucht das. Ich habe Windows 10, an sich habe ich keine Probleme, aber durch die Dev-Version aktuell läuft das bei mir ein bisschen... übrigens mit Dev-Version meine ich die Dev-Version von STNH.
Ja, er hat extra Zugriff bekommen, dass er hier die Dev-Version spielen kann. Er ist nicht einfach die plump die Beta, selbst die Closed Beta ist noch hinter dieser Version. Obwohl meine Version, die ich euch jetzt hier zeige, ist auch noch hinter dem, wie wir aktuell sind. Ich hänge jetzt auch wieder einen Tag hinterher. Ja. Aber wir wollten es nicht übertreiben. Die Ladezeiten sind im Moment ein bisschen für Windows noch ein bisschen schräg. Unter Linux, also ihr Linux-User da draußen, atmet durch. Top. Ja, war wirklich wunderbar. Ich habe heute nochmal 40 einen Test gemacht. Sekunden von 0 auf 100. Genau. Weiß nicht. Wir haben halt einfach eine Linux-Affinität. Nee, es liegt nicht an uns. Es liegt einfach daran, dass es vom Code her mit Linux besser läuft. Unter Linux funktioniert der Multicore-Support besser, obwohl es kein 64-Bit-Betriebssystem ist. Also kein Ja. 64-Bit-Spiel ist. Betriebssystem ist es ja. Ja. Ich muss mal hier gucken. Ich habe zu wenig Bildschirme. Wo? Welchen Bildschirm? Stimmt, jetzt wo du es erwähnst, ich hab unser Dokument gar nicht offen. Ich hab's offen, ich hab's Okay, offen. alles gut, du führst uns jetzt gleich da durch. Ja. Sehr schön. Oh ja, so lief das. Im Endgame hast du ein Performance-Problem mit SCNH. Das wirst du aber wahrscheinlich nicht nur in SCNH haben, sondern auch Stellaris selber kann im Endgame auch starke Probleme kriegen. Oder spiel mit der Glavius AI und dann im Endgame, da hast du auch keinen Spaß mehr. Ja, Endgame ist grundsätzlich. Also, wir brauchen das jetzt nicht schön zu reden. Die Version 2.2.0 war, keine Ahnung, einen Monat mindestens zu früh released worden. Die war nicht fertig. Sie hatte zwar eine bessere Performance, aber man konnte damit nicht gescheit spielen. Ligusta, die Anthem-Demo startet gerade und ich kann da nicht dabei sein. Bei der Demo oder kannst du hier nicht dabei sein? Hat die Natürlich bei Anthem? der Demo, ne? Ah, ja. Ja, Anthem-Demo ist gerade Hast du das gestartet. gestern gesagt, dass die Anthem? Nee, das war Nee. Bean, der hat das gesagt, dass die Das Anthem-Demo könnte startet. Bean gewesen sein. Ja, ich weiß gar nicht, was Die das ist. Hat Demo hat irgendwas. mehr Prio. Okay, chill, Ligusta. Hau rein. Guck morgen dein VOD. Na, ob das. Ja, doch, es könnte morgen schon da sein. Doch. Kann nur sein, dass ich eventuell am Anfang das wegschneiden muss und sagt YouTube, nö, das ist aber Copyright, das wollen wir nicht hier. Ja, ist ja im Moment, ja, keine Ahnung, wird schon klappen. Wird schon. Auf jeden Fall, nochmal zurückzukommen, diese Version ist nicht die finale Version, sondern das ist die aktuelle Entwicklungsversion von den Moddern, von uns. Deswegen steht links unten auch Work in Progress, also wird dran gearbeitet, auf gut Deutsch. Richtig. Und nochmal das, was Patty gesagt hat, Ladezeiten sind bei Patty im Stream gerade vielleicht ein bisschen länger, als sie dann final sein Ihr werden. dürft aber nicht wissen, was ich habe diverse Programme jetzt für den Stream Hintergrund laufen. Ich habe einen Stream am Laufen. Ich nehme das gleichzeitig noch auf. Es kann auch daher kommen. Vielleicht. Und es ist alles Alles. nicht final. Ne, also, ich muss ja mal hier die Windows-User verteidigen. Und hi Kielen, einen wunderschönen guten Abend. Und ja, mit Cappy natürlich. Ich denke, man könnte schon mal mit dem ersten Punkt anfangen. Wieso sind wir nicht wie üblicherweise in den letzten 2 Jahren immer am Release-Date mit unserer Kompatibilitätsversion von New Horizons mit Stellaris gekommen? Ich Also weiß es, ich weiß es. Darf live ich, darf gegangen. ich, darf ich, ich Ja, weiß es. bitte, bitte, bitte. Weil euch der Release überrascht hat und weil es zur Weihnachtszeit war. Ja, wir haben keine Daten. Wir wissen nicht, wann die kommen. Ja. Es war Weihnachtszeit. Wir hatten ganz viele, Großteil der Developer und der Contributor waren gar nicht zur Verfügung. Urlaub, Weihnachten, Silvester, da war alles Mögliche und da kannst du nicht groß planen. Dann gibt es natürlich noch Unterschiede. Der eine macht dies, der andere macht das, oder ne? Und dann kommt das ganz Wichtige, dieser Patch ist nicht einfach nur eine plumpe Erweiterung von dem vorhergehenden Stellaris. Ne, hätten wir Wie alles ich denke, umgeschmissen. wie die meisten gemerkt haben, es ist ein ganz neues Game. Die haben wirklich alles in der inneren Mechanik neu gemacht. Tausende von Codelines haben die wirklich neu hinzugefügt. Allein die Jobs, es gibt, glaube ich, wenn ich jetzt die Modifier für die Jobs, das waren irgendwas um die 30.000 Modifier für die Jobs, die es gibt. Es ist unglaublich, wie groß das geworden ist. Und das musste erstmal alles in die Mod untergebracht werden. Wir haben Plus 24 normalerweise. Stunden.
Ja. Ich liebe diesen auf Steam. Feature, auf Steam ist das ein Running Gag. Diesen Feature, weil jedes Mal, jeden Tag fragt einer und dann können wir nochmal 24 Stunden sicherheitshalber nachdrücken und solange gefragt wird, haben wir Zeit. So, wie ihr seht, ich habe das gerade mal gezeigt, wir haben hier 1, 2, 3, 4 Safe Games vorbereitet. Ja. Die gehen wir gleich nacheinander durch. Das war das erste nochmal. Das Great Material Continuum ist der erste Patch für eine 2.2.0 Kompatibilität, die natürlich auf die aktuelle Version 2.2.3 aktuell läuft und dann auf 2.2.4 abgedatet wird, ist klar. Und die richtigen Flavor-Sachen kommen erst, nachdem unser komplettes Projekt aktuell fertig ist. Wir haben viele kleine Flavor-Sachen jetzt drin, die euch wirklich freuen werden. Da gibt es ein paar coole Sachen zu zeigen. Aber wir haben jetzt keine 4 Stunden Material, die wir hier zeigen werden. Sondern wir haben erstmal nur hier die wichtigen Sachen, die 4 Rassen, und dann sind wir durch mit, wer weiß, 2 Stunden, 1 Stunde. Mal gucken, wie wir hinkriegen. Hängt auch ein bisschen von euch ab, wie viele Fragen ihr stellt, wie viel ihr dazu wissen wollt. Ja. Deswegen machen wir einen Livestream, damit ihr uns, primär G-Man, Fragen stellen könnt. Löcher in den Bauch. Macht es wie kleine Kinder. Fragt. Munter drauf los. Ach, ich wollte nur kurz eins sagen, ja. Patty, guck mal auf deine Viewerzahl. Ich hab's dir angekündigt. es hat deine Werbung ist eingeschlagen wie Bombe. Ich finde das toll. Wir finden es schön, dass so viele da sind. Wir haben nicht damit gerechnet. Also ich nicht. Ich hatte gesagt, es muss bei Patty wenigstens 45 Leute in den Stream kommen. Das wäre toll. Das hat mich gefreut. Schön, dass ihr alle da seid. Ist wirklich schön. Auf dem Discord ist leider die deutsche Community ein bisschen schwer zu animieren. Alles Bots. Dann wie? Hallo? Bitte? Naja, wenn man so viele Bots aufschreckt, dass sie hier reinkommen, dann ist man wichtig. Guck mal, Zoom ist auch der. Hi, Zoom. Hey, Zoom. Alles fit bei dir, Zoom? So, also, wollen wir anfangen mit... Mit was fangen wir an? Lassen wir sie doch mal... Oh Gott, das geht jetzt los hier. Ihr dürft anscheinend. Wir haben Klingonen, Romulaner, Ferengi und Föderation Erde. Je nachdem, wie man das jetzt sehen möchte. Nur für euch zur Info, alle Safe Games sind schon so weit manipuliert, dass wir direkt da reingehen können. Wir haben Ressourcen, wir haben alle Technologien freigeschaltet, das heißt, wir können euch direkt, da kommt nur Engage, ist ihm egal, und das heißt, wir können euch direkt zeigen, worum es geht, also was die größten Veränderungen sind. Ferengi, Klingone, 8472, ja, 8472, ja. Ist eine Kontroverse im Dev-Team. Ich persönlich wollte es ja nie, dass 8472 spielbar wird, zumindest mal nicht in unserer aktuellen, wie sagt man, in unserem Szenario, weil sie da einfach zu früh sind. Ne? Aber es gibt da natürlich die Idee, dass man sagt, okay gut, sie spawnen nie, es sei denn, man wählt sie als Mensch, dann spawnen sie irgendwo in der Galaxie. Das ist schon angedacht. Ja, das ist schon angedacht, dass das kommt. Achso, Killen, weil du Stammzuschauer bist, zählt dann schon mal 3. Ist das so? Weiß ich nicht, wenn ich das jetzt einfach drauf eingehe. Ich glaube, wir gehen ja alle Rassen durch, also von daher. Also, ich lese hier Klingone, Ferengi, Klingone oder Romulaner. Also, Mehrheit ist eindeutig für Klingonisch. Also, da sind wir ja schnell fertig, ne? Also Klingone und Ferengi und mehr brauchen wir nicht zeigen, die Rasse wird nicht gewünscht. Ne, Romulaner wurde noch einmal angesprochen. Ach so, okay. Ja, die Erde interessiert keinen mehr. Ich sollte den Alert leiser machen. Ich höre nicht. Ja, du hörst den nicht, aber ich höre den. Der drückt mir ganz schön aufs Ohr. Und ich hab ja also, gesagt, dass diese Sounds stören werden. Nee, das ist mein normaler Follow-Sound, wenn mir jemand followt. Übrigens, Dankeschön. Dankeschön für jeden Follow, der jetzt gleich kommt, kam, kommen wird. Zu spät, Martin. Entschuldigung. So, ihr seht auf jeden Fall schon, dass das hier, ne, wir haben schon Alloys, Konsumgüter, wir sind hier schon
2.2, das kann man schon mal erkennen. Und so einfach alles gleichzeitig wird. Es wird schwierig. Alles gleichzeitig. So, gucken wir doch mal in die Technologien. Wir hatten doch gestern geguckt. Es gibt da was. Es gab da was. Ne, hier nicht. Ingenieur. Ingenieur, genau. Ja. So, ich will von euch allen die Hände auf dem Tisch sehen. Und ich bin nicht dran vorbei, die kommen ja jetzt erst. Ja. So. Ja, wir haben jetzt die Möglichkeit, durch die neue Version jedes Schiff nicht einfach nur an eine Technologie zu binden, sondern auch die Sektion an die Technologie zu binden, was ein epischer Fortschritt für uns war. Und zusätzlich, dass man jetzt mit Research All, wenn man das eingibt, dass dann trotzdem nur die eigenen Schiffe zu sehen sind. Also bei KDF jetzt hier dann nur KDF, weil man es entsprechend gaten kann, also beschränken kann auf die eigene Rasse. Es ist wirklich eine tolle Sache, die da gemacht wurde. An dieser Stelle, vielleicht sieht's einer. Ich denke, ich weiß, was du zeigen willst. Vorsicht, nicht so weit hochscrollen. Der hat vorbeigescrollt. Noch? Nee, warte. Na, okay, jetzt bin ich durch. Guck immer wieder hoch. Ganz gemütlich, vielleicht fällt es ja schon jemandem auf, dem einen oder anderen. Wieso sind wir im Knast? Hurrapente, genau. Ja, weiß ich nicht, wir chillen da eine Runde. Ja, da hat er einfach nur das Safe Game gespeichert und dann lädt er es an der Stelle wieder. Da ist es. Neue Schiffs-Archetype. Flaggschiff. Schiffsklassen, genau. Wir haben jetzt den Archetype. Wir können ja. Komm, wir gehen mal näher. Übrigens, da habe ich selber gewundert, wie ich das Safe-Game gestartet habe. Man startet hier tatsächlich direkt als Strafkolonie. Na, also der Planet ist direkt eine Strafkolonie. Das war vorher in der vorigen Version ja nicht so. Weil da gab es ja diese Definition nicht von... Ja. Das ist alles endlich frei modbar an dieser Stelle. Es wurde so richtig viel gearbeitet an der... Wurde praktisch ein neues Spiel gemacht. Das hier habe ich ja am meisten gefeiert. Überschüssige Bevölkerung verbannen. Jetzt stellt euch das mal vor, ein Klingonenreich, ein Klingonen-Empire macht das. Und dann steht da drin, verbannt bis zu 10 Pops von Bewohnern vom Planeten, um der Überbevölkerung entgegenzuwirken. Ausgestoßene Bewohner werden zu Flüchtlingen und können sich in anderen Reichen niederlassen. In anderen Reichen. Das heißt, die können zur Föderation gehen. Die Föderation freut sich. Also, ne? Behaltet das mal im Hinterkopf, wenn ihr das nächste Mal als Klingone spielt gegen eine Föderation. Ja. Also Housing-Programme werden bei den Klingonen nicht gern gesehen, aber da schickt man die Leute einfach dann mit. Die kommt einfach weg. Weltraumtaxis weg woanders hin. Oh Gott, mit Space. Jetzt habe ich dieses. Oh nein. Space Taxi. Hi, Space Taxi to the sky. Okay, Entschuldigung. So, wir haben natürlich auch hier die Reichshauptstadt. Ja, das ist wirklich unglücklich. Das hat Locutus letztens schon richtig bemerkt. Auf Kronos ist es ja die erste Stadt, ne? Also First City. Und der Planet sollte nicht dann Stadt heißen, sondern vielleicht, keine Ahnung, Reichshauptplanet vielleicht oder so. Ja, muss man sich überlegen. Die Heimatwelt? Ja, die Heimatwelt. Ich glaube, die sagen das tatsächlich so auf dem deutschen Übersetzung. Ja, wobei, die sprechen tatsächlich Hauptwelt, genau. Die sprechen aber meistens gar nicht von der Welt an sich, sondern die sagen eigentlich meistens, wenn sie da hinfliegen, sagen sie entweder auf nach Kronos oder wir gehen zum Hohen Rat. Und dann weiß jeder, die müssen zu der Welt. Bisschen zu grün und zu blau. Ich meine, Discovery wäre die auch so, oder nicht? Man darf jetzt halten von Discovery, was man möchte, aber ich meine. Naja, ein bisschen viel Wasser vielleicht. Die Atmosphäre ist ein bisschen zu wenig. Und es dürfte etwas weniger Wasser sein. Ja. Ich meine, die nicht, hätten nicht Wasser. so viel Wasser. Da. Wir haben besondere Planetenmerkmale und besondere Teils. Und es wird zwar haben wir. Wetter gesegnet.
Was, mit englischem Wetter? Ja, immer bedeckt und es regnet. Kronos ist in der Hauptrolle mit englischem Wetter gesegnet. Ja, stimmt schon. Meistens, wenn man da reinzoomt, sieht man es halt regnen. Soll schon Mondbugs nicht eine Energiestation sein? Ja, die kann man. Das ist ja auch von früher. Da konnte man ja auch Kronos ausbauen. Und wenn man das zu weit getrieben hat, dann ist der Mond einem um die Heimatwelt geflogen. So, wir haben hier... Mit Schwung. Aber mit Schmackes. Ja, genau. So, wir haben hier zum Beispiel die Höhlen von Kalis. Ja, das sind jetzt diese Deposits, die man da hinzufügen kann. Ganz speziell nur auf einen einzigen Planeten, nicht irgendwie random auf der ganzen Galaxie zu finden, sondern nur jetzt hier auf Kronos. Genau, die sind spezifisch hier für die klingonische Heimatwelt. Ja, gibt einen ganz eigenen Flavor, also nochmal einen viel stärkeren Flavor für Star Trek dann. Und das wird auch alles jetzt nach und nach ausgebaut. Im Moment haben halt Romulaner, Klingonen, Föderation, Ferengi halt einen starken Fokus. Die Klingonen und die Romulaner übrigens deswegen, weil wir hatten ja einen Patch in der Mache, der wurde nie released, ja. Zu der Frage, die habe ich irgendwo gelesen, ich glaube auf meinem Discord oder auf dem STNH-Discord, und zwar, kommen jetzt die neuen Archetypen? Ja, kommen sie, ganz klar gesagt, und die wären auch schon vorher gekommen, ja, wenn nicht der 2.2-Patch gekommen wäre. Richtig. Die waren quasi schon fertig. Ja, die waren so fast waren sie fertig und bupp, war dann da der 2.2 da und schon konnten wir das nicht mehr machen. Es war wirklich sehr ungünstig, also sehr, sehr ungünstig von Zeitablauf. Wir hätten nämlich noch diese neuen Archetypes mit eine Menge Flavor für Klingonen und Romulaner. Das Orden des Butlet, die Jan Islet. Hauke mit der Orden des Butlets, ich finde das Building ja ein bisschen unglücklich noch, ne? Ja, das ist tatsächlich wahr, ja. Ja, Kammer der Helden, das ist ein schönes Gebäude. Das war alles fix und fertig, es hat einen eigenen Namen, das hieß eigentlich Raptor's Wing, so wie das hier ist, der Great Material Continuum Patch ist, war das der Raptor's Wing Patch für beiden Archetypes von Romulana und KTF. Und die haben wir jetzt mittlerweile halt in The Great Material Continuum mit integriert. Ja, also das sind praktisch zwei Patches in einem, die dann da sehr bald live auf Steam gepostet werden können. Klingonen handeln. Ja, klar tun die das. Klingonen handeln viel. Ja, Klingonen sind große Händler. Sie übervorteilen einen gerne mit einem Messer, aber ansonsten sind sie große Händler. Das, was man auch ganz gerne vergisst, ist, die sind auch wunderbare Ärzte und Wissenschaftler. Aber das wird halt in der klingonischen Kultur nicht gerne gesehen. Es bringt halt keinen Ruhm. An TNG kommt das ganz schwer rüber. Also diese... Das mit dem Wissenschaftler. Von Picard bis Sisko und Voyager. Bei Archer kommt das auch einmal rüber mit dem Arzt. Bei Archer wurde es schön ausgebaut. Mit dem Heiler, dass das halt kein, ja, dass kein Ruhm auf der Heimatwelt bringt. Wo war das noch? Mit dem, irgendein Anwalt. Irgendeine Episode nochmal. War das auch bei Ach ja, bei stimmt, das gab's auch. Ein Anwalt. Oh ja, ich weiß aber gerade nicht, wo der herkam. Wo sie dann halt schön mal gesagt haben, früher war das alles nicht nur auf Ehre basieren, sondern wir hatten dies und das und jenes. Oder zum Beispiel Shakespeare im Original. Ja, keine Ahnung, wie das damals ins Mittelalter nicht England gekommen ist, aber große Künstler da in Kronos. packen wir mal die Schiffe aus, hä? Ja, hab ich gerade vor. Sehr gut, sehr gut. Da seht ihr dann neuen Archetype für die Klingonen. Das heißt, sie haben keinen Change mehr über einen Chipset-Wechsel, sondern alle Schiffe sind... Bevor wir mit den Schiffen anfangen, gehen wir mal darauf ein, was man für die Schiffe überhaupt braucht. Ah, die Gebäude. Nee, ich dachte die Ressourcen. Ja, ja. Es gibt jetzt nämlich Offiziere, die man braucht. Was? Manpower. Was war zuerst da? Das Ei oder das Huhn? Genau, ich würde tatsächlich mit der Manpower anfangen, die man braucht, um die Schiffe zu bemannen. Also fangen wir doch einfach mit den
Offizieren an, die wir brauchen. Es gibt jetzt Manpower wie... Wir haben gestern darüber diskutiert, wo wir das herkennen. Ich habe Europa Universalis gesagt, er hat Hearts of Iron genannt. Ja. Man kann es mit der Manpower aus Hearts of Iron vergleichen. Ihr seht ja, wir haben monatlichen Zugewinn, ja. Wir haben Basis durch Jobs, die werden konsumiert durch die Schiffe. Ja, zum Bauen. Es ist praktisch eine Verbrauchressource, die man für den Schiffsbau benötigt. Man muss halt Offiziere stellen, die die Schiffe auch befehligen können. Und die müssen ausgebildet werden. Und dafür muss man halt wieder Gebäude bauen, damit die dann eben nach und nach wieder produziert werden. Wenn man eine große Flotte erstellen will, braucht man mehr Offiziere. Ja. Und hier seht ihr es. Omni. Dass wir... Achso, du solltest noch Silizium vielleicht nochmal zeigen. Das hast du jetzt auch nicht gezeigt, ja, oder? Ja, das machen wir jetzt noch. Das machen wir jetzt noch. Pass auf, jetzt haben wir hier ein Schiff. Das sieht man jetzt. Ich würde gerne mal näher an das Schiff ranzoomen. Hallo. Achso, da sind ja mehrere Schiffe drin. Stopp. Da sind mehrere Schiffe mit drin. Oh, jetzt habe ich es alle weggemacht. Naja, bauen wir halt das Schiff neu. Kostet ja nichts. So. So, pass auf, gehen wir drauf. Da, oh ja, schönes... Schönes Schlachtschiff. So, jetzt kann man hier beim Schlachtschiff wunderbar erkennen, da sieht man den Unterhalt. Energiecredits, Alloys, das kennt man ja aus normal Vanilla. Und jetzt Manpower und Dilithium. Ja. Das ist ja das grundsätzlich neue System von Stellaris 2.2, die jetzt eingeführt haben, dass Unterhalt direkt ein Faktor ist von den Baukosten. Das heißt, man gibt alles, was man als Baukosten hat, muss man dann letzten Endes als Unterhalt nochmal nachzahlen irgendwann. Das kann man nur schwer beeinflussen mittlerweile, aber es ist auch sinnvoll. Ja, also man könnte jetzt behaupten, ja, Offiziere brauchen wir, aber gerade bei den Klingonen werden so viele Offiziere abgestochen. Also ich denke mal, das ist ziemlich. Die haben einen Verschleiß, Junge! Einen Verschleiß haben die! Warum Manpower als Unterhalt? Ja, gerade aus dem Grund. Wie wir gerade sagten, die haben Verschleiß. Da müssen sich nur zwei nicht mögen. Die stechen sich untereinander ab. Man kann das aber auch einfach mal so betrachten. Man spielt ja hier sterben. Über Jahre. Man spielt ja hier über Jahre. Auch in Friedenszeiten gehen Menschen in Rente. Ja, also die müssen auch ersetzt werden. Nicht, also das Schiff wird gebaut und die erste Rumpfcrew, die bleibt dann bis das Schiff kaputt geht drin. Nee, die werden nach und nach ersetzt. Und die muss man nachbauen. Die muss man ersetzen. Ein dauerhaftes Ersetzen von der Truppenstärke ist wichtig. Vergesst die instabilen Konsolen nicht, so viele explodieren jeden Tag. Ja, aber auch meistens. Transporterunfälle, sage ich dann nur. Da mag der jetzige Kommandant eines Schiffes seinen Nachfolger nicht, weil ihm zu aufmüpfig ist, auf einmal hat er einen Transporterunfall. Oder andersrum. Der jetzige Captain einen Transportunfall und dann auf einmal, ups, unser Captain ist tot, wir brauchen einen neuen. Ich mach das natürlich. Ich kenne da ein anderes Spiel, das hatte so einen Running Gag mit dem Transporteroffizier, der auch so einen Unfall hatte. Ne, es gibt auch hier. Gibt's da fehlen jetzt noch die Icons drin, aber es gibt verschiedene Crews zum Beispiel, die haben auch verschiedene Effekte. Solche haben wir hier Full Complement. Da sieht ihr den Energieverbrauch, wie viele Crews kostet und was für Bonis ihr dadurch bekommt. Zum Beispiel bei dem hat man jetzt Trefferpunkte plus 9600. Der Waffenschaden geht 5% hoch, die Trefferpunkte der Hülle, aber im Allgemeinen gehen 10% runter. Ja, das kann man dann so durchziehen. Exocom-Team, das gehört jetzt, glaube ich, hier nicht hin. Das ist durch All-Techs. Aber solche holographische Besatzung, da haben wir auch schon diskutiert. Ja, aber das ist erklärt worden, das weiß ich nicht, ob ich dir das schon erzählt habe. Und zwar, das liegt daran, dass wir nur eine Ergänzung von holographischen Besatzungsmitgliedern haben. Nicht eine Ersetzung. Okay. Ja, also es werden dann zusätzlich zu der menschlichen oder der humanoiden Besatzung zusätzlich noch holographische Crewmitglieder generiert. Ja, so, dann hätten wir jetzt hier noch eigentlich bei den Klingonen. Da fehlt noch was, ne? Da fehlt so ein Housing-Event.
Oder Haus-Event. Ja, das, das sollte in dem anderen Patch dann nämlich auch kommen. Und dafür musst du. Ich muss scrollen. Entweder war das ein, nee, war das ein System betreten oder war das hier ja, auslösen? Ja, das. Wir haben uns alles aufgeschrieben. Wir müssen das jetzt nur wiederfinden. Darum geht's jetzt gerade. Was haben wir denn hier? Trillium D. Das ist ja auch ein neues Deuterium. Es gibt jetzt zum Beispiel Energiegewinnung aus Deuterium. Habe ich jetzt gesehen. Du kannst Kraftwerke mit Deuterium antreiben. Wo habe ich es denn gesehen? Mach mal, geh mal in die Konsole und gib mal Populate ein. In die Konsole. Pop. Populate. Ja. Nur das? Mach das mal, ja. Und dann lass das Game mal laufen. Ach, Invalid Planet. Ich muss vielleicht einen Planeten dafür auswählen. Ja, wähl einen Planeten. Wähl jeden Planeten aus. Mach das bei jedem Landen. Fully populated. Und voll. Und erstmal der Föderation Bewohner geben. Nein. Zack. Und ist der wirklich voll? Der ist aber nicht voll. Die kriegen nur so. Naja, also voll sind die jetzt nicht. Ja, aber lass einfach jetzt das Game mal laufen. Auf schnell. Mal auf schnell. Auf schnell. In der Hoffnung, dass wir es jetzt nicht durch irgendwelche Bugs kaputt kriegen. sind noch eine ganze Menge Bugs am Start. Wir haben eine große Closed Beta laufen. Da kann auch wirklich jeder sich, der bereit ist, seine Freizeit zu opfern und nach Bugs zu suchen und die aufzuschreiben und uns mitzuteilen, dass wir die fixen können, kann sich da jeder bewerben bei uns auf dem Discord. Am besten dann dafür Shago anschreiben. Wenn wir schon beim Thema Anschreiben sind, wir können direkt den Punkt Localizations abarbeiten. Wir haben uns das nämlich extra aufgeschrieben und... Die Zeit läuft nicht, doch jetzt. Da hat sich gerade Haus des Antak gebildet. Das ist es. Und zwar, es gibt ja die englische Lokalisierung, das ist die Hauptlokalisierung, auf der gearbeitet wird. Und es gibt jetzt unter anderem die deutsche Lokalisierung. Gehe ich jetzt sofort drauf ein. Wir haben die deutsche Lokalisierung, wir haben die englische Lokalisierung, auf der standardmäßig gearbeitet wird. Wir haben die französische Lokalisierung. Die jetzt ganz, ganz stark bearbeitet wird von AE, das muss man wirklich mal sagen, der gerade auch hoffentlich, ich habe es noch nicht gecheckt, in dem französischen Stream aktiv ist. Link dazu kriegt ihr übrigens, also sowohl zu dem englischen Stream als auch zu dem französischen Stream, wenn er jetzt online ist, Ausrufezeichen POV. Einfach mal in den Chat schreiben. Nö, ich mag das, wenn andere Leute auch mal... Ach so, ja, wir sind ja wirklich genug hier. Da ist einer dabei, der schafft das jetzt. Ne, also wie war der Befehl? Ausrufezeichen POV, also POV, Point of View, abgekürzt. Und ja, ihr Schlawiner, nicht diese Website mit einer anderen verwechseln. ja, ich bin nicht im Auge. Also wie ihr rechts unten schon seht bei den Fraktionen, sind bei den Klingonen jetzt die Häuser, die Fraktionen. Ja, das kommt nach und nach, kommen ja die einzelnen Häuser dann. Und entsprechend Events und Event-Chains sind dazu eingebaut. Ich denke mal, geh mal kurz dann Doppelklick rechts unten dann drauf, wenn du mit dem Event da hier ist, du hier vielleicht noch was machen willst. Was nehme ich denn? Die Nachfolge der Kanzlerschaft. Nominiert. Okay, zurück. Geht nicht. Imperialflotte. Es ist, glaube ich, auch neue Event-Mechanik. Das ist hier die klingonische Hohe Rats. Nehmen Ressourcen für die imperiale Flotte. Das nehmen wir doch mal. Moderate Mittelzuweisung. Zack, nehme ich. So, lass mal schneller laufen nochmal den Monat. Mach mal einen Doppelklick unten rechts auf eins der Häuser. Das sind ja zwei mittlerweile. Ja. Nee, ich warte kurz, ich will noch ein drittes haben. Mal gucken, vielleicht kommt das jetzt noch. Wenn wir Glück haben. Na komm schon, noch ein drittes Häuslein hätten wir gerne. Ja, okay, kommt jetzt gerade nicht. Machen wir mal langsamer. So. Wir haben hier Haus des Merek, Haus des Antak. Ja, da kommen diese bekannten Häuser, die Kanonhäuser. Also es kommt auch das Haus des Mok,
Das bestimmt jeder kennt. Das ist aber noch nicht da. Das ist noch nicht da, nee, das ist noch nicht da. Und die haben dann auch in die entsprechenden Vorsitzenden. Kennst du Merek, haben wir hier, Wissenschaftler Antag. Und die entsprechenden Icons, ne, also hier vorne die Symbole, die wurden auch komplett angepasst. Und die, und es gibt dann halt eine schöne Eventchain dazu. Ich denke mal, die sollten wir erst vielleicht den Leuten nicht komplett präsentieren oder so. Nee, nicht und vorwegnehmen, die sollen ruhig selber gucken können. Ja, ein bisschen sollte man schon. Nicht alles. Ein bisschen dürfte auch für euch behalten, aber nur. Ah, ich denke mal, man kann mal noch dann definitiv im Chip-Designer mal durch den Archetype durchscrollen. Dass die Leute mal sehen, dass das alles jetzt in einem Set ist. Hier zum Beispiel erkennt sich die Birell. Da haben wir den klassischen Bird of Prey. Können wir auch hier umbauen, wenn wir lustig sind. Ah, zeig mal kurz bei dem ersten da die verschiedenen Sektionen, wo du gestern so gelacht hast. Mit der sekundären Hülle. Ja, hier gibt es eine, richtig. Was ja, die Sekunden. Ach, das ist durch dieses All-Tech jetzt so weg. Ja, es gibt. Die sind. Der eine fängt sogar noch ohne sekundäre Hüllenerweiterung an und sind halt günstig, ja, schön schnell zu bauen. Ja? Und kleine Raider, um richtig schön mal. Wenn man im Krieg landet und dann erstmal Not am Mann hat, günstig erstmal das kleinste Schiff bauen, was geht. Genau, genau. Ja, die TOS-Designs, ich persönlich bin ja kein großer Fan davon, aber es ist nun mal offizieller Kanon und dann gehören es auch rein, ja. So ist das. Nicht jedes Schiff ist auch wirklich Kanon, aber die Designs sind konzeptionell natürlich aus TOS. Jetzt sehe ich hier, das ist jetzt der Kavort. Kavort, ja. Da haben wir den D7 Schlachtkreuzer, wobei den D7 gab's den nicht auch in TNG noch? Ja, der wird immer wieder gezeigt, den gab es sogar in Voyager. Ja, das war gut in Voyager. D7, der ist immer wiederkehrend, genau. Ist irgendwie auch das coolste, eines der coolsten Schiffe von den Klingonen, wie ich finde. Und die ist einen auch nochmal. Ja, guck mal, da sind die Profis. Die Profis sind im Chat unterwegs. Ja, da sind die ganzen Trekkies hier, weißt du? D7A. Sehen sich nur als sehr ähnlich, ja. Und dann haben wir hier die Forger. Watcher. Watcher. Die wurde doch das erste Mal dann erst in DS9 gezeigt. Ich weiß. Ja. Oh, das wurde steht. So ständig von den, also in einer immer wieder verwendeten Szene wurde dann die Watcher von einem Backschiff gerammt, wo denen die Spitze und der linke Flügel dann abgerissen wurde. Immer wieder die gleiche Szene. Ja. An das TNG schreibt hier einer. TNG? Ich glaube, es bezieht sich noch auf die D7. Vielleicht, ah, da hat sich das nächste Haus gebildet, deswegen hat es gerade ganz stark geruckelt. Ja, ja, ja. Das ist halt im Moment. Das wie ist gesagt, das es Haus ist alles, Mokai. Es ist alles noch Work in Progress, wie es unten links in der Ecke steht. Also, ne, das wird, wenn es dann final ist, es kann auch damit zu tun haben, Mod lade. Also, Vorsicht, ja. Also, es gibt auch Sachen, die einfach von Vanilla nicht veränderbar sind, ne? Zum Beispiel die Anzahl der Modifier, die können wir nicht reduzieren. Und dadurch. Oh, was ist jetzt passiert? So. Guck mal, da haben wir direkt was, das können wir reporten. Was ist denn hier passiert? Du musst das Safe nur laden. Ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Das Event hatte noch einen Trigger, den es nicht haben durfte. Guck mal, haben wir direkt einen Fehler gefunden. Ja, so ist das. Ja. Könnt ihr jetzt einen Clip draus machen aus dem Fehler und direkt mal G-Man schreiben. Ja, ja, genau. Schickt ihn mir. Genau. Was wollte ich jetzt sagen? Es hat mich total rausgerissen. Mein Fehler. Ach so, ja, genau. Wir waren jetzt kurz vor der Nekvar-Klasse. Und bei der Nekvar-Klasse, die ist zweimal drin. Und das hat seine Gründe. Das ist auch Kanon. Ja, also Nekvar, Kitinga. Da haben wir den hier.
Der ist auch schön, aber den kenne ich tatsächlich nicht aus einer Serie, sondern nur aus einem Videospiel. Ja. Der hier, soweit ich auch. Ja, genau. Quebec. Man könnte sagen, es ist ein Retrofit, aber erst wenn das anklickt, werde ich es dann sagen. Und dann haben wir die Nekwa und So, die Jejong. Optisch die gleich. Neck. Das zweite. Man sieht schon an den Kosten und an den Statistiken. Das ist auf der Ebene des Hero-Ships. Man kennt es zum Beispiel aus Mirror-Universum mit Worf, aus dem DS9-Universum. Das ist eine größere Nequa. Die ist einfach das gleiche Modell, nur noch mal größer. Hero-Ships gibt es nämlich jetzt auch. Die Kitzinger hat was? Wo sieht denn jetzt die Kitzinger? Da, Kitzinger. Balken. Ja, diese zwei Balken, glaube ich, hier links, rechts, wa? Gehören die da nicht hin? Doch, ich meine schon, oder? Naja, das ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Die mit den Balken, die hatten dann das sollte zum Frachtmodul andocken. Okay, also im Chat geht gerade los. Nee, keine Balken. Naja, es gibt halt mit und ohne Balken. Die wünschen sich das ohne Balken. Ja, ich höre das schon, Der also ich sehe das auch. Wunsch ist stark in der Community. Mehr Verstrebungen macht das Schiff stabiler. Ja, da sind die Klingonen aus. Ja. Hier haben die auch diese. Nee. Doch da. Da haben sie auch diese kurzen kleinen Balken. Die nicht richtig verbunden sind übrigens. Oder? Sieht das nur so aus oder schweben die am Anfang und am Ende? Lässt sich schwer sagen. Muss man mal im Sieht aber Blender so mal aus. reinschauen. Der STO hat keine. Der STO ist auch so Kanon. Ja, Nee, wenn die sich das gibt's auch. ohne wünschen, könnte man es auch ohne machen. Es gibt es halt auch ohne Balken. Also dann werden wir einfach noch eine Variante mit ohne Balken machen. Fertig. Mit ohne Balken. Mit ohne Balken. Memory Alpha hat auch keine. Vilan war das nächste Safe Game, also Klingonen abgehakt. Oder gibt es noch Fragen zu den Klingonen? Wenn ja, fragt sie. Jetzt. Und ich merke, es Ja. hat keinen interessiert, wer noch gestreamt. Wow. Mach ich das mal selber? So. So, wie unzufrieden werden die Häuser? Das hängt, glaube ich, ganz von den Entscheidungen ab, die man trifft. Ne, man sieht ja hier, Forderungen haben die ja alle. Jetzt habe ich gerade wieder nur ein Haus. Aber die haben wahrscheinlich alle unterschiedliche Forderungen, wie auch Ja. Fraktionen vorher. Und wenn man die zufrieden stimmt, dann werden die wahrscheinlich nicht so viel Ärger machen, wie wenn man die verärgert. Es ist halt so, dass am Ende dann die, was, wie viel sind es? 12 Häuser? Dann hat man ganz schön was zu tun, die Oder bei gegeneinander internen auszuspielen, zufrieden zu Machtkämpfe. machen. Oh, es ist zum Glück gibt es da auch eine Event Chain, die da am Ende ein bisschen was regelt. Ach so, die neuen Klamotten der Klingonen. Wurde gerade hingewiesen. Stimmt, die haben ja neue Uniform an. Ach ja, genau. In dem vorhergehenden Patch, der nicht gekommen ist, wo ich ja schon gesagt habe, in dem wurden auch ganz massiv mehr klingonische Porträts verbessert, bearbeitet, hinzugefügt, etc. So wie jetzt gerade gestern Miles O'Briens Haare ihren Weg in die Föderation gefunden haben. Oh Gott. Diese ganzen Verbesserungen mit den ganzen viel cooleren Portraits sind leider noch nicht live gewesen, weil, wie gesagt, der Patch wurde von 2.2 überrannt und wird jetzt mit diesem neuen Kompatibilitätspatch dann nachträglich nochmal released.
Werden Klingonen mehr Naval Cap haben, um die besseren Schiffe der Föderation auszugleichen? Ja, das mit den besseren Schiffen, das ist ja jetzt so nicht mehr. Die klingonischen Schiffe sind allgemein ein bisschen günstiger. Die kosten also weniger Naval Cap. Also nicht jedes Schiff ist günstiger als das Pendant zu der Föderation, sondern so im Breiten. Du hast mehr Schiffe, die günstiger zu bauen sind, sagen wir mal so. Lassen wir es einfach mal so stehen. Es ist, ja. Ja. So. Föderation ist halt einfach besser. Sonst hätten sie den So. Planeten ja nicht mit in die Luft gejagt. Und es stimmt, sonst hätten die Klingonen nicht versuchen müssen, so viel aus dem Planeten zu schürfen, Nee, um. ich meinte jetzt aus Anekdote aus Covery. Gibt es schon Multiplayer-Tests? Gab es schon Multiplayer-Tests? Nee. Nee, Langzeittests sind im Moment noch sehr, sehr bedingt möglich. Es wurden schon ein paar gemacht. Ist aber im Moment noch Aber sie sehen echt gut mit den aus. vielen kleinen Bugs, wie jetzt gerade eben der eine. Der hat, der versaut einem dann das Gameplay dann. Also ich muss sagen, also die Uniform, die ist ja echt gut, ne? Also echt hochauflösend gemacht worden. Ja. Ist ein Bild von aus der Serie herausgeschnitten und ab reingefügt in die Mod. Genau. Die Entwickler von Stellaris, also Vanilla, haben gesagt, die wollen irgendwann auch Tarnvorrichtungen, also Tarnung, ins Spiel mit einbringen. Spätestens dann werden die Klingonen wahrscheinlich auch ihre Tarnvorrichtung kriegen, die sie. Also, effektiv. Die haben ja jetzt auch eine, wie geschrieben wurde, die bringen Ausweichen, Evasion, aber die werden wahrscheinlich dann auch richtig Tarnung bringen. Also, wenn es die im Vanilla gibt, könnte man die wahrscheinlich dann auch in STNH sehen. So, was nehmen wir als nächstes? Ferengi, Ferengi. Romulaner oder Erde? Die meisten haben mir danach nach Ferengi gerufen, habe ich mir sagen lassen. Kannst ja schon mal. Romulaner? Wir können Ja. auch noch mal kurz den Trailer zeigen. Für die Ja, Leute, können wir die auch mal gerade kurz. mal dazugekommen sind. Mit der Jeopardy-Musik, ja? Mit der Jeopardy-Musik? Welcher Jeopardy-Musik? Wow, einfach über den Trailer. Din, 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 din. Nein, komm. Jetzt zeigen wir euch nochmal den Trailer. Jimmy und ich, wir sind nochmal kurz ruhig. Guckt nochmal kurz den Trailer. Geht das überhaupt? Geht das? Wenn das Spiel. Ja, doch, das geht. So, passt auf. Wir zeigen euch nochmal kurz den Trailer. Für jeden, der jetzt erst eingeschaltet hat. Und deshalb könnt ihr kurz überlegen. Im Chat. Schreibt es in den Chat, welche Rasse ihr haben wollt. Romulaner, Ferengi, Menschen. Also Föderation. So, Trailer. The way I see it, humans used to be a lot like Ferengi. Greedy, acquisitive, interested only in profit. We're a constant reminder of a part of your past you'd like to forget. But you're overlooking something. Humans used to be a lot worse than the Ferengi. Slavery, concentration camps, interstellar wars. We have nothing in our past that approaches that kind of barbarism. You see? We're nothing like you. We're better. Okay. Bei mir leckt das irgendwie. Die Das Green. Romulaner, Föderation, Föderation, Föderation. Alles klar, Föderation. Auswahl laden. Also leckt das Stream noch bei jemanden? Also mir weist nichts darauf hin, dass das jetzt gerade nicht gut läuft. Ja, absolut lokal sein. Dankeschön für den Follow. Ich habe das jetzt gerade wieder nicht mitbekommen. Läuft gut für mich. Da sehe ich dich. So, wir sind jetzt bei der Erde. Ah, die Erde kommt jetzt.
So, Entscheidung, was haben wir hier? Antiverbrecherkampagne, Kriegsrecht ausrufen, Luxusgüter verteilen, Planetenzuwachs, Strafkolonie. Das sind schon Lula-Kolonies. Wir können die Mondkolonien ausbauen. Das haben wir jetzt schon einmal gemacht. Uns fehlt aktuell dafür, um das nochmal zu machen, Wassereis. Also gehe ich mal eben in den Rewe nebenan und kaufe mir eine Tüte Wassereis. Ja. Was das bringt? Was bringt es, die Lunar-Kolonies auszubauen? Dazu gucken wir mal kurz in die Hast du ja gestern schon gemacht. Kannst ja gerade... Also, genau, ja gehen wir in die Blocker rein und dann haben wir hier Orpheus. Ich meine, es ist das. Und es hat mir zwei Distrikte gebracht. Ein Bergbau und ein Generatordistrikt. Also bringt quasi jede Ausbaustufe neue Distrikte, würde ich jetzt mal daraus schließen. Aber wenn wir gerade mal dabei sind und uns die Distrikte angucken, guck mal, wir haben das Millennium Gate, Cambridge, Paris, San Francisco. Ah, guck mal, da ist sogar Max Starfleet HQ. Durch San Francisco dürfen wir tatsächlich ein Starfleet-Hauptquartier bauen. Was haben wir denn da noch? Yosemite, Ural Mountains und halt, da fehlt noch die Lokalisierung. Wenn ihr Bock an Lokalisierungsarbeiten habt, dürft ihr euch übrigens ganz gerne melden, egal in welcher Sprache. Und also wenn ich das hier mal kurz nochmal anreißen darf wegen der Lokalisierung, ja. Wir haben gerade heute einen neuen Rekord aufgestellt. Das ist Zooms Rekord. Insgesamt 900.000 Wörter lokalisiert, fertig geschrieben in der Mod. 900.000, das ist so ein Wahnsinn. Ich kann es kaum glauben. Und es ist immer gut, wenn man da Leute findet, die Deutsch, Englisch oder Englisch, Französisch, Englisch, Russisch lokalisieren können. Brasilianisch, Spanisch, da sind wir echt noch schlecht drin. Das wäre echt toll, wenn das jemand machen könnte. Wer übrigens nur Deutsch, Französisch oder Deutsch, Polnisch oder Deutsch, Spanisch kann, ist auch in Ordnung. Man kann auch vom Deutschen aus übersetzen. So, da haben wir uns auch hier das Sternflotten-Hauptquartier angeguckt. Das gibt's auch. Ist quasi das Pendant zum Hohen Rat. Guck mal hier, haben wir was Schönes. Die Omega-Ausrichtung. Lest euch den Text mal durch. Lasst ihn auf der Zunge zergehen. Die Oberfläche dieses Objekts fängt den Weltraum ein. Das Innere ist durch keine bekannten Sensoren oder Aufnahmetechnologien sichtbar zu machen. Wir wissen aber alle, was sich im Inneren befindet. Wir wissen es alle. Wir wissen alle, was da drin ist. Seven of Nine würde jetzt sabbern. Ja, tatsächlich hatten wir eine klingonische Lokalisierung mal ins Auge gefasst. Das Problem ist, dass es nicht so viele Leute gibt, die dem mächtig sind. Und Leute, die jetzt einer zweiten Sprache mächtig sind, die brauchen schon richtig viel Zeit, um die nur die 400.000 englischen Wörter schon in eine andere Sprache zu übersetzen. Das ist wirklich eine schwere Aufgabe, das Ganze auf Klingonisch zu machen, weil Klingonisch, ja dann, da fehlen viele Wörter. Na, wer findet den Mars nicht super? Also so sieht der Mars doch aus, oder? Also wenn ich jetzt mir Bilder angucke von der NASA, so sieht der aus, oder? Naja, man sollte dann auf jeden Fall, wenn man da ein bisschen mehr fürs Auge haben will, dann unsere Submod aktivieren. Die hat dann nochmal ein bisschen aufgepolierte Texturen für die Planeten. Man muss dazu sagen, die Submod funktioniert derzeit nicht. Nicht für unsere Version, die wir hier benutzen. Die ist für 2.1.3 noch aktiv. Also ihr könnt sie zu Hause aktivieren, dann könnt ihr den Mars schöner angucken. Wir haben den Mars auch nur so, weil wir den mittlerweile schon terraformt haben, das läuft jetzt nicht mehr über eine Eventkette, die läuft, wo immer wie so ein Fenster aufpoppt. Weil doch schon, aber man kann das Ganze ein bisschen beschleunigen. Man hat ja, jetzt man triggert das Event durch die Entscheidung. Decision. Man hat hier eine Decision, die haben wir jetzt nicht mehr drin, weil wir haben uns gemacht, um das zu gucken, ob das funktioniert überhaupt. Die Decision Mars Terraforming. Und die kann man immer wieder anklicken,
immer wieder anklicken. Je häufiger man das anklickt, desto mehr triggert man halt den Mars zur Marserwärmung. kennt man hier von der Erde. Und je mehr dann man dafür Ressourcen verwendet, desto früher passiert es. Richtig. wir haben hier ein Schiff rumfliegen. Da ist es. Ah, ich liebe dieses Schiff. Ich habe ein relativ großes Delay, ich warte noch. Ich liebe es. Schnuckelchen. Entschuldigung. Was du auf jeden Fall noch zeigen müsstest, ist die Jobliste von der Föderation. Ja, machen wir sofort. Ich bin gerade ein bisschen Schätzelein. Du bist so ein schönes Schiff. Du kleines Schnuckelchen, du. Ja, die Föderationsspieler werden sehr, sehr umgarnt. Ja, die kriegen schon Fanservice hier. Föderation weit über 40 Schiffe. Das ist das bedeutendste Chipset in der Mod. Wir haben insgesamt knapp 500 verschiedene Models mit Bases und so weiter. Und alleine die Föderation, dann macht das schon etwa ungefähr 10% an aller Models aus. Bei so vielen Chipsets, das heißt schon was. Bringt jetzt jede Rasse, die man in die Föderation kriegt, einen Vorteil? Wie Schiffskomponenten, Schiffsbauart etc. Und wenn nicht, wird das noch eingebaut, ausgebaut? Es gibt schon einzelne Vorteile, ja. Genau, es gibt für die Vulkanier, Andorianer, Tellariten, dann die Menschen, man kann ja die Schiffsbauart zum Beispiel ändern oder einzelne und Technologien bekommen. Und unter Valtikus ist niemals, also ist praktisch nimmer müde, das zu erweitern. Das ist richtig. Aber ich wollte noch auf eine Sache von Cetun eingehen. Diese Mod wurde ja ursprünglich gestartet halt von Chago und von mir und dann erweitert über Valtikus, Matrix und Yannak und dann später kam noch Rachel dazu. Und wir als Kerngruppe, die einen spielen lieber Singleplayer und Chago und ich, wir haben immer den Fokus auf Multiplayer gehabt. Das heißt, dass das Balance immer darauf ausgelegt ist, dass man Multiplayer auch anständig spielen kann. Es ist natürlich nicht so linear einfach plump wie in Stellaris, ohne Mods. Aber ja, dafür haben wir unseren Harald, damit der das möglichst gut gebalanced bekommt. Es wird immer ein Fehler drin sein. Es ist einfach zu viel, um alles auf einen Blick zu erkennen. Dafür brauchen wir unsere Beta-Tester. Meldet euch. So, du wolltest auf die Jobliste eingehen. Ja, die Jobliste. Da gibt es nämlich zum Beispiel bei der Föderation jetzt immer einen ganz, ganz interessanten Job. Und zwar der Ambassador, der Botschafter, der speziell nur bei der Föderation gibt. Also jede, zumindest mal aktuell, die Major-Rassen haben alle einen ganz speziellen Job, den nur sie dann haben. Wo haben wir den denn? Ach, den muss man wahrscheinlich erstmal anbauen. Wahrscheinlich fehlt das Gebäude dazu. Wo steckt er denn drin? Im Hauptquartier? Nee, da wird er nicht drin stecken. Ambassador. Ambassador? Heroisches Warten? Nee. Warte kurz, ich gucke kurz nach. Wo werden wir denn einen Ambassador drin haben? Bah, langweilig, Scherz, ein Augenporno. Sei ja einen wunderschönen guten Abend. Dass du dich herbemühst, ich bin ja begeistert. So, wo haben wir denn Ambassador? Hier zum Beispiel können wir übrigens das Eis herstellen, was wir bräuchten. Der industrielle Oxygen-Extraktor. Der produziert 2 Eis und kostet dafür... Alter, kostet der viel. 12 Energien, 12 Mineralien. Ja, die Preise sind wahrscheinlich noch nicht final, sondern... Stolzer Preis, aktuell. muss man noch ein bisschen ausbalancieren. Ich hab's gleich. Das Botschaftskomplexgebäude müsste das sein. Kann ich auch nicht bauen. Also Ambassador-Komplex. Kann das vielleicht kommen, dadurch, dass man erst Föderation ist und dann die einzelnen... Ja, das kann durch Föderation gegeben sein. Ambassador-Dinger bauen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, warte, ich... Die einzelnen Botschaften bauen kann. Nee, es kommt über ein Event kommt das. Ah, okay. Ist ja auch logisch, also, dass Föderationsschiffe auf der Starkseite sind, aber
Was wäre halt schön, wenn sie dafür auch mehr Naval Cap als Unterhalt brauchen würden, aber danke für die Klarstellung. Ah, okay. Wir sehen es halt nur nicht, weil wir das Ganze noch nicht mit Föderationsgründung und etc. drum und drum. Muss man wieder für jede Rasse ein eigenes Gebäude bauen. Du kannst wieder, wie vorher auch bei der Föderation, zum Beispiel die andorianische Botschaft bauen. Geh ich mal von aus, dann kriegst du wieder deren eine spezielle Ressource. Ich denke mal nicht, dass das weggefallen ist, oder? Entschuldigung, ich habe da gerade gelesen. Wenn du als Föderation, also wenn du als Menschen die Föderation gründest, und dann kannst du ja zum Beispiel die andorianische Botschaft bauen. Die hat dir ja vorher 213 eine spezielle Ressource gegeben. Ist das doch so? Das könnte weggefallen sein, dass diese Ressource kommt. Madame, das Gebäude müsste noch da sein, dass die Ressource kommt. Long update. Ah, da hätten wir jetzt natürlich cool ein Föderations-Safe-Game müssen uns aufbauen. Was bekommt man stattdessen? Warte, ich gucke. Was bringen einem diese Botschaften? Erleuchte uns. Hier hat sich auch nicht viel verändert. Arkologie, Xenokompatibilität. Die Arkologie funktioniert aktuell noch nicht, zum Beispiel, weil ja, die Schwerkrafttechnik ist derzeit nicht drin. Ich habe ja All Text gemacht und die habe ich trotzdem nicht. Und warum geht das nicht? Achso, wenn man für Xenokompatibilität braucht man auch eine Forschung oder so. Bin mir gerade nicht sicher. Nee, das ist. Vollkommen das ist ja gut, dass man hier immer schön live nachgucken kann. Naja, nee, das ist ja das gedacht. Ne? Dafür ist das Stream ja gerade live. Dafür könnt ihr euch gerade das angucken. Man muss aber auch verstehen, wie groß die Mod ist. Also sie ist mehrfach größer als das Base Game. Da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Dass das Spiel größer ist? Das Spiel ist größer. Okay, just kidding. Erzähl uns was Neues. Nee, es ist dieses andorianische Botschaftsgebäude wird es nicht mehr geben. Hm. Als solches, sondern alle Föderationsrassen haben dann diese eine Ambassador Complex heißt das. Hm. Also Botschaftskomplex. Das dann eben diesen Botschaftsjob gibt. Der dann mitunter Unity produziert. Ja. Hier auf meiner Liste nochmal kurz die. Wir haben insgesamt in der Mods aktuell drin über 300 Gebäude. Weiß nicht, Vanilla, keine Ahnung, 5 Gebäude. Schon ein paar mehr. Gefühlt. Sind immer die gleichen. Es sind über 200 verschiedene Jobs. Ja, also, es gibt zum Beispiel einen bajoranischen Vedek-Job. Oder. Es gibt auch spezifische Rassenjobs. Ja, darauf wollte ich hinaus mit dem Föderationsbotschafter. Bajoranischer Vedek-Job. Es gibt den. Die Orioner haben. Was war das? Kingpin, genau. Das ist. Die Namensgebung ist wirklich fantastisch. Kingpin. Genau. Ferengi hat man auf jeden Fall noch den Daemon. Die Romulaner, was haben die? Senator? Für jede Kunde. Ja. Gibt es noch was von der Föderation, was wir gerade aktuell zeigen müssen? An der Stelle ich glaube, das Chipset ist bekannt. Kannst aber nochmal kurz wegen den Ressourcen, was wir brauchen, nochmal kurz anzeigen. Stimmt, das können wir nochmal kurz durchgehen. was mache ich denn eigentlich? Und jetzt, in der aktuellen Version hat sich Harrel ein bisschen ausgelebt. Wir hatten in der vorhergehenden Version ungefähr 1400 Technologien. In der jetzigen Version
die wir hier zeigen, sind es aktuell fast 3000 Technologien, die in der Mod erforscht werden können. Ist ja noch vollkommen ausgerastet. Ausgerastet ohne Ende. Natürlich nicht für jeden, für jede Rasse immer das Gleiche. Jede Rasse hat ihren ganz eigenen spezifischen Ablauf, welche Forschungen sie denn zur Verfügung gestellt bekommen kann. Ne? Also so wird die Föderation niemals an die Klingonenforschung kommen oder so Sachen. Das wird nicht passieren. Es gibt auch, falls es noch keinem aufgefallen ist, es gibt auch Schiffe, die kriegen durch eine bestimmte Sektion eventuell ein kleines bisschen anderes Design, zum Beispiel hier bei der Galaxy-Klasse. Das wird wahrscheinlich den meisten bekannt sein, vielleicht ist es jemand noch nicht aufgefallen, deswegen erwähne ich das jetzt gerade. Das ist ja die Standard-Galaxy-Klasse. Wenn man dann zum Beispiel die mit der Galaxy-X-Spinalhaltung nimmt, kriegen wir ja hinten aus der letzten Folge gestern, heute Morgen, die mit der dritten Gondel und hier noch so eine kleine Erweiterung obendrauf. Ich habe mich ja lange, lange gewehrt gegen diese, gegen dieses Model, weil es meiner Ansicht nach aus einer anderen Zeitlinie kommt. Nö. Ja, ist schwer zu sagen. Also man es kommt aus derselben Zeitlinie, nur in der Zukunft. Ja, aber die Zukunft wird immer wieder anders dargestellt. Das ist richtig. Und dadurch muss es dann irgendwie verschiedene Zeitlinien dann, geben, die dann abgespielt werden. Man könnte natürlich sagen, okay, gut, das wurde halt in der Serie gezeigt, dadurch ist es Kanon und dadurch darf es in die Mod. Und letzten Endes hat es ja dann auch den Weg dahin gefunden. Na, am schönsten finde ich natürlich die TOS Enterprise. Die erste, die allererste. Die haben wir nicht. Die haben wir nicht? Die kann ich nicht bauen. Ich kann nur die neuesten Schiffe bauen. Ach, da musst du das Museum bauen und das dann aktivieren. Genau, du hast. Ja, ja. Von der TOS Enterprise gibt es tatsächlich 4 verschiedene Models. Ja, und dort haben wir eins der ganz wenigen Animationen, die wir eingebaut haben. Ach ja, dort, die drehenden Bussard-Kollektoren. Genau. Das ist das kommt ganz selten durch, weil die Leute nicht immer ganz in Close-Up gehen auf die Schiffe und sich das angucken. Und wenn du dann noch Pause drückst, dann steht das natürlich. Ist ja klar. Gucken wir uns mal die Remoulade an. Okay. Die Remouladensoße. Wir kommen in Frieden. Die Kufma. Ja, in der aktuellen Discovery-Episode wurde auch wieder ein schönes Zitat gedroppt. Orioner, kriminelle Megakorp? Ja, die Orioner dürfen jetzt ein Syndikat sein. Richtig, richtig. Orioner sind Syndikat und deswegen auch der Job mit dem Kingpin. So, hier haben wir auch schon was vorbereitet. Hier haben wir eine Flotte vorbereitet. Gehen wir direkt mal zu der Flotte. Oh nee, machen wir noch nicht. Gehen wir erstmal zu den Planeten. Was haben wir denn hier? Welt auf Chula, Crocton-Segment, Yveld Frost of Adreshar. Ich merke schon, dein Romulanisch ist eingerostet. Ja, ja, das spreche ich so selten. Tut mir leid. Firefox auf Gatong oder Gathong. TH ist immer ein bisschen schwierig. Ki Baratan. Kanalista. Das Einzige, was ich auch noch richtig, richtig flüssig kann, ist Scholantru. Scholantru, ja. Die Weltraumelfen. Ich dachte, das wären eigentlich die. Weil das hier sind die Dunkelelfen. Ja, das sind die Dunkelelfen. Das sind die Dunkelelfen. Ja, die Vulkanier sind die. Base Elves. Sind die. Sind das nicht die mit der Kana? Die mit der Kana? Was sind die? Nee, warte mal. Das hier sind die Dunkelelfen. Die Vulkanier sind die Hochelfen und die Garidianer sind dann die Waldelfen. Was ist mit den Mintakanern? Die sind pazifistische Vulkanier. Die sind normale Vulkanier, biologisch gesehen. Sind die Dummelfen. Mein Gott. Mintakaner sind die. Ich dachte, es wäre gerade G-Mans Spruch gewesen. Entschuldigung. Ach, guck mal, hier sehen wir. Wassereis gibt es auch als natürliches. Das muss man nicht künstlich herstellen.
Gibt es auch als natürliches Vorkommen. Remus. Was haben wir denn hier? Haben wir auf Remus eigentlich noch irgendwas Besonderes? Weapons Testing Site. Guck mal, ob das dieser Senator. Der müsste auf Romulus sein. Ich muss mal kurz gucken. Da gibt es den Senator. Hat er schon drin? Der Senator ist drin. Er müsste im Hauptgebäude sein, genau. Da haben wir direkt das spezifische. Den Herrscher. Den Eilveredler. Lol. Na, die Klingonen haben an der Stelle dann. Romuladische Eilveredler. Die Klingonen haben an der Stelle den, wie heißt er? Den Chancellor, den Kanzler. Genau, und was haben wir? Den Präsidenten. Also bei der Erde. Doch, wer weiß, vielleicht ist Abgeordneter. Oh nein, kein Botschafter. Nee, ist ja Botschafter. Hab ich ja gesagt. Nee, der. Wenn. Das macht ja keinen Sinn. Wenn das hier der Senator ist. Nee, warte mal, das ist nur ein Senator, ne? Ja, einer Senator. Dann müsste es ein Abgeordneter sein, ja. Oder ein Föderationsratsmitglied. Ratsmitglied. Achso, es gibt noch eine Sache bei den Romulanern, worauf die Leute seit ungefähr Mai 2016 warten. Und da oben ist es. Du hast es ja schon gebaut im Safe Game. Du weißt, was ich meine. Das muss man entsprechend. Trommelwirbel. Achso, man könnte es eventuell lesen gerade. Warte, ich duck mich mal ein bisschen. Man könnte es lesen. Da steht ein wunderschöner Name mit drin. Die Scimitar. Oh, da wurden sie entdeckt. Die Scimitar ist da. War geplant im Release im Dezember. Wurde natürlich, wie schon oft erwähnt, überrollt von 2.2 Vanilla Patch. Und ist jetzt auch in diesem Patch mit enthalten. Die Scimitar. Da ist sie. Wir haben extra mal das Schiff dann. Wir haben extra bei den Romulanern haben wir mal Schiff daneben gestellt, weil man sieht die beiden Schiffe ja gleichzeitig im Film Nemesis. Da sieht man schon mal den Größenunterschied. Es ist ja. Es ist schon. Okay, mit der Sonne ist es ein bisschen schwierig, aber so geht's. Ist schon. Ja, man muss auch, man kann sich nochmal erinnern, dass die Deredex 2,5-mal größer ist als eine Galaxy X. Eine Galaxy Enterprise D. Galaxy X. Ist auch die gleiche Größe. Ist auch die gleiche Größe. Richtig. Jetzt gibt es die Scimitar. Ich muss kurz eine Sache sagen, weil ich finde es lustig. G-Man weiß jetzt, worauf ich hinaus will. Hat ihm gestern schon nicht gefallen, wie ich das angesprochen habe. Dieses Schiff, guckt es euch an. Es ist auch neu. Guckt es euch an. Woran erinnert euch das? Es ist ein Hybrid. Das ist ja nicht schwer zu erkennen. Aber aus welchen zwei Schiffen ist dieser Hybrid? An ein Schiff aus Andromeda? An ein Schiff aus Andromeda? Würde mich ja mal interessieren, an welches du da denkst. Eine Scimitar, zu lange in der Presse. Und dann habe ich, genau, eine Scimitar und eine Valdor. Würde ich halt genauso sagen. Die Flügel von der Valdor und der Body von der Scimitar. Wer hat ja drauf, G-Man, der hat das Model einfach unter sich gelegt, hat sich kurz draufgesetzt, wieder, hat dann gesagt, oh scheiße, hab die Scimitar kaputt gemacht. Rausgut. Das nehme ich als Schiffsmodel. Ja, da musst du irgendwie noch ein Zwischenschiff, musst du da noch rein. Und dann wurde das einfach dann hier ausgedacht, so wie wir das immer wieder mal machen, um einfach die Lücken zu füllen, die es von Kanon her gibt. Wenn wir nur die Schiffe von Kanon nehmen, dann hätten wir praktisch keine Models mehr. Hätten wir 100 Das finde ich übrigens, hier ist übrigens ein Schiff, das zeige ich jetzt gleich, das ist auch sehr, ist das überhaupt noch hier drin? Nee, das ist gar nicht drin. Schade, das ist im früheren Zeitalter ist das drin. Ja, man muss sich vorstellen, die ganzen Schiffe sind und bleiben baubar, wenn man eben die Museen dann baut. Und dann kann man sie freischalten, dass man sie weiter bauen kann. Ja, also jetzt gerade kann ich es euch nicht zeigen. Da ist euch ein Schiff bei, das finde ich sehr lustig. Das ist quasi so, das Schiff, da, so wie ihr seht. Und dann hat man den Body genommen, einfach doppelt, übereinander. Du meinst die Tevor. Das kann sein, ja.
Das war eine Arbeit mit den ganzen Namen, alter Schwede. Stundenlang da gesessen. Da hast du deinen Romulan schon wieder aufgefrischt, ne? Oh, ja, alles schon wieder verdrängt. Na, die ist auch nicht billig, ne? Also. Ja, ne, das, man will ja ein bisschen was haben und dann muss man sich ein bisschen was ausdenken und es gibt halt auch nicht viel von jeder Rasse, auch nicht gleich viel, deswegen gibt es auch unterschiedliche Mengen von Models. Letzten Endes ist es auch so, dass ja, das Star Trek-Universum nicht gebalanced ist. Ja, die einen sind stärker, die anderen sind schwächer. Wir haben ja schon einen relativ starken, gebalanceden Staat mit ein paar größeren, aber die meisten sind gleich groß. Scimitar Prototyp Cloak. Scimitar Dual Shield Generator. Da sind ja schon Scimitar-spezifische Sachen mit drin, ne? Ja, Sachen, die eben nur einzelne Schiffe dann verbauen können. Oder Schiffsgattungen oder Schiffssektionen oder. Es ist wunderbar, die 2.2 Version von Stellaris ist so schön modbar, da kann man so viele Sachen machen. Und vielleicht war das auch das Grundproblem, dass wir da uns drin verdullt haben, würde ich jetzt eigentlich nicht denken, aber man kann es ja nicht ausschließen. Genau, es gibt noch keine Zahnvorrichtung, die wirklich ein Schiff unsichtbar macht. Ja, also ich habe tatsächlich vor 2 Jahren mir eine Lösung dafür erarbeitet, dass das Schiff für den Spieler getarnt aussieht. Richtig, aber das Problem daran war, glaube ich, die AI sieht's trotzdem. Die AI sieht's immer. Ja, das ist ganz mies. Und selbst wenn man gegen Menschen spielt, dann der sieht's ja auch. Ja? Also es ist einfach nur ein grafischen Change, dass es dann halt so ein bisschen so diffus wird. Es wird halt dunkel, ne? Nee, es wird durchsichtig. Ah, nee, durchsichtig, genau. Aber die Positionssichter konnte man auch sehen, oder? Es flimmert und so ein bisschen. Ach, ist schon ewig her. Man konnte das über einen Button dann an... Also, konntest einen Button drücken, dann hat sich die Grafik gewechselt. War schon ganz nett. War eine coole Idee. Ist aber nicht sinnvoll. Ist wirklich nicht sinnvoll. Braucht man nicht verwenden. Und glücklicherweise wurde jetzt auf der PDX-Con letztes Jahr angekündigt, dass es eine Art von Cloak kommen wird. Das war aber in der Liste ziemlich weit unten angesiedelt. Wer weiß, ob es dieses Jahr noch passiert. Also bin da jetzt nicht zuversichtlich. Oh, und ich sehe gerade, die Romulaner haben noch keine eigenen Stationentexturen. Benutzen ja, die Vanilla-Texturen. Das ist wegen dem Change von der Archetype. Ja, das klar. Das Model ist einfach vergessen worden an der Stelle. So. Ich meine, ich will es nur noch mal erwähnen, ne? 3000 Technologien, da kann man schon mal was vergessen. Hey, wie sieht das denn aus? Gibt es noch Fragen zu den Remouladensoßen? Oder den Romulanern, ja, den wie ihr die nennen wollt. Ich empfehle euch übrigens zu einem guten Romulaner schöne belgische Pommes. Oder Kartoffelsalat. Zu einem Romulaner, ja. Mhm. Eine romulanische Galapagos-Schildkrötensuppe. Boah, das ist schon... Nee, da würde ich am liebsten Schieber wieder in die Werbepause entsenden gerade. Ist ja schlimm sowas. Wie kannst du nur? Haben die Romulaner Talaron-Waffen? Ich habe Talaron-Waffen tatsächlich irgendwo gesehen. Ich meine, es gab einen Talaron-Generator. Bin mir aber nicht mehr sicher. Ich habe den auf jeden Fall nicht... Nee, das habe ich nicht. Das habe ich als Technologie gesehen. Ist das nicht verboten irgendwie? Sind die Planetenkiller aus Vanilla irgendwie drin? Nee. Also, wir haben die Animation... Die ist ja nicht gegatet, die haben wir in verschiedenen Stellen benutzt. Es ist aber schwierig, wenn du der einen Rasse einen Planetenkiller gibst und der anderen nicht. Da wehre ich mich ganz stark dagegen. Das kannst du balance-technisch einfach nicht anbieten. Dass der eine dann einfach mit dem aktuellen Design von wie Kämpfe abläufen
Planeten kaputt machst und der andere kann sich nicht revanchieren. Das ist richtig doof. Also ich guck gerade mal. Ich glaube, ich bin über Talaronen, über die Forschung bin ich über die Klingonen gestolpert. Da meinte ich, die sollten die nicht haben. Die haben sie natürlich nur gehabt, weil ich alle Technologien freigeschaltet habe. Aber jetzt muss ich gerade mal gucken haben. Das müsste ja dann eigentlich auch hier da sein, oder? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich die Talaronen-Forschung gesehen habe. Ich weiß nur gerade nicht, wo sie hingehört. G-Man könnte dazu jetzt mehr sagen. Ich gucke Talaronen-Blaster. Da. Seine gefährliche Technologie. Talaronen-Waffen. Ein Talaronen-Blaster. Minus 50% Schildschaden, minus 25% Panzerungsschaden, plus 125% Rumpfschaden. Ja. Sollte ja auf die Enterprise E ausgerichtet werden. Schaden, Orbitalbombardierung plus 10%. Das macht Sinn. Wo das fünfte Picard-Manöver ausgeführt wurde. Das fünfte? Ja, er hat ja so viele Manöver erfunden. Ich fliege in das gegnerische Schiff rein, aber nur ein bisschen. Nur vorne so ein dünner Streifen. Einmal an der Untertasse. So, dann gehen wir jetzt zu den Ferengis. Reng, reng, feng, reng. Gucken wir uns, da wartet ihr bestimmt jetzt alle drauf, oder? Auf die Ferengis, auf The Great Material Continuum. Gehen wir doch mal dahin. Wie der Bike einfach zurückgeht. Picard hasst einfach die Leute im Raum, und nach jeder Mission braucht ein Schiff eine Generalbewegung. Andersrum. Nicht Picard hasst die Leute im Raumtag, sondern andersrum. Die Leute im Raumtag hassen mittlerweile Picard. Stream leckt gerade übel. Ja, bei mir läuft's gerade. Ja, bei Panda sagt auch bei mir nicht. Aber ich habe auch einen relativ starken Delay. Wenn er gerade hängt, dann einfach mal F5 drücken, einmal reloaden, dann kann es sein, dass du weiter hinten im Stream hängst. Aber dann läuft er flüssig, dann bist du zu schnell im Nachladen. Dann hast du Twitch keine Zeit gelassen, einen Puffer aufzubauen. Ja, ich hatte bei mir auch noch parallel die beiden anderen Streams auf und dann habe ich das zugemacht. Ach, sind wir beide online? G-Man? Bitte? Die Frage ging an dich. Sind denn mittlerweile beide online? Beide? Ja, beide. Horat und... Ja, Jace. Alle drei Streams sind am Laufen, ja. Dann hier nochmal für euch. Ich bin der deutsche Streamer mit dem G-Man zusammen. Dann haben wir noch Hochrad mit Chango zusammen und Jay mit Ale. Jace Ale. Space Jace Ale. Also, ja. Lassen wir einfach mal so da stehen. Was haben wir denn hier? Gucken wir nochmal. Haben wir irgendwelche besonderen Blocker? Also ich muss ja sagen, die Heimatwelt der Ferengi, ne? Die erinnert mich immer sehr stark an England. Die hat sehr britisches Wetter. 100 verschiedene. Jedes Mal, wenn du da irgendwie die Heimatwelt siehst, regnet's. Du siehst jedes Mal, wie die von draußen reinkommen und erstmal sich trocken machen. Warum gibt's eigentlich in der Zukunft keine Regenschirme mehr? Da sind die Ferengi auch stolz drauf. Bei mir vom Haus direkt kämpfen gerade zwei Katzen. Oh Gott. Katzenkampf im ersten Stock. Katzenkampf. Mein Gott. So. Wir haben hier Planetenmerkmale. Bobok Bok. Sacred Marketplace. Sacred, ja genau. Kamerans auf Sock. Nochmal ganz kurz wegen der Scimitar. Und der Talaron-Tech, das ermöglicht eine spezielle Bombardierung von Planeten über die Scimitar. Also, man hat da ein deutlich härteres Planeten-Destroyen. Aber okay. nicht wie in Vanilla. Mehr. Ob es human ist, würde ich nicht sagen, aber es ist ein bisschen humaner, ja. Ja, es ist gediegener. So, wir haben hier als Herrscher den Liquidator. Wie hieß denn nochmal diese Handelsgesellschaft? FCA. FCA. Mit dem Liquidator. Liquidator. Nicht Trump. Wieso denke ich jetzt an Trump? Was? Nee, da müsste der Koffeffe stehen. Brunt.
Brand. Ja, es war nah dran, ja. Danke. Trump, Brand. Ja, doch, es ist. Müsste das der große Name sein? Nee, dann müsste es ja zum Beispiel auch der hohe Kanzler bei den Klingonen sein oder der Präton oder der Föderationspräsident. Es gibt ja mehrere Herrscherjobs. Deswegen ist es nicht der Hauptherrscher, sondern nur einer von denen, die was zu sagen haben. Der Liquidator. So, was haben wir denn hier besonders? Also als allererstes gucken wir mal. Das darf G-Man jetzt erklären. Wenn man die Ferengi spielt, gibt es Unterschiede mit dem Megacorp-DLC und ohne dem Megacorp-DLC? Ja, gibt es ganz massive Unterschiede. Also du kannst wie bisher immer die ganze Mod spielen ohne jegliche DLC. Du hast aber Einschränkungen, wie zum Beispiel, du kannst die Prailer nicht spielen, wenn du nicht Synthetic Dorn hast. Du kannst, keine Ahnung, ein anderes Beispiel ist jetzt hier zum Beispiel, wenn du Megacorp nicht hast und Ferengi spielst, bist du keine Megacorp. Dann bist du noch ganz normales Empire. Was hat man gesagt? Wir gehen davon aus, weil du hier eine kooperative Oligarchie bist, dass du, wenn du es ohne spielst, eine Oligarchie bist. Eine Oligarchie ist mir nicht eingefallen. Dann spielst du als Oligarchie, wenn du das Megacorp hast, joinst du das Ganze automatisch als Megacorp. Das sind ein paar coole Features, die von Stellaris da mitgeliefert werden, dass man das so machen kann. Ansonsten gibt's jetzt. Doch, es gibt. Gab's nicht irgendein cooles Event auch hier? Ja, ja, das ist. Da wollte ich noch, dass du das machst. SCH. Schreib's dir kurz rüber, oder? Ja, schreib mir das mal. Gucken wir uns nochmal das Event an. Es gibt ja ein cooles neues Event. Muss G-Man mir jetzt nur mal schreiben, damit ich das in die Konsole eingeben kann. Könnt ihr schon mal Gehirnschmalz ansehen. Das ist Private Message im Discord. Achso. Ist natürlich schön, dass ich Discord jetzt gerade nicht offen habe. Ah, doch, da. Kannst auch über den Chat schicken in Twitch. Ja, natürlich. Mach das am besten. So. Unknown Command. Muss ich davon irgendwas eingeben? Event, Leerzeichen. Ah. Da haben wir ein Event gestartet. Anzahl der Seitspiegel in den vergangenen Jahren ist größer als 100. Ach guck mal, man sieht sogar, was dafür alles gegeben sein muss. Ja. Merkt es euch. Ist Ferengi, hat richtig eine weibliche Unterdrückung? Existiert Sequel, was ist das denn? Hat nicht die Flagge Equal Rights Tango Shane, okay. Genug damit. So, Global Tongo Championship haben wir hier. Erklär uns mal was dazu. Naja, letzten Endes ist es eine Erweiterung von diesem Ferengi-Event, das wir schon mal hatten. Das es früher schon gab. Börsencrash. Und da ging es ja auch um Latinum etc. Das konnte man da auch ein bisschen gathern. Aber jetzt ist ja Latinum, das kannst du kurz nochmal zeigen, ist eine eigene strategische Ressource, mit der man entsprechend auch bauen, also Sachen bezahlen kann. Ferengis brauchen Latinum. Und du kannst über diese Championship natürlich mitunter diesen Pot auffüllen. So, entern wir doch mal das Championship. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Muss die Zeit natürlich auch laufen. Ich bin jetzt nicht sicher, wie schnell es kommt. Ich auch nicht. Wir probieren es einfach. Da kommt es. So, jetzt können wir hier Accept the Advice, Ignore the Advice. Ja, wir accepten den mal. So. Fähigkeitsstufe von Sequel geändert es um 1. Es wäre echt toll, wenn noch ein paar Leute mit der Lokalisierung mitarbeiten. Genau, damit es auf Deutsch solche da wäre. Ja, jetzt können wir hier hingehen und sagen, Fähigkeitsstufe von Sequel wird geändert. Machen wir mal. Hat uns jetzt Energiequellen gekostet. Gucken wir mal, jetzt geht das ganze Event weiter. Walk away and bribe her not to talk. Ne, wir machen mal weiter hier. Unterhalten uns noch ein bisschen weiter.
Ja, also das mit dem Beta-Testen werde ich dann gleich nochmal nach dem Stream im STNH-Channel schreiben, wen man da, an wen man sich da wenden sollte, damit ihr euch da. Geänderung Man 1 muss, heißt immer plus 1. man muss aber auch wirklich dann reporten. Man muss Fehler suchen und finden. Es geht nicht darum, dass wir einfach irgendwelchen Leuten den Zugang ermöglichen. Wir werfen auch alle raus, die einfach nur gucken wollen. Also dann kriegen sie keine Updates mehr. Richtig, dann hängen die auf dem letzten Update fest und die neuen Updates kriegen sie gar nicht mehr. Genau. So ist es Geändert um schon mal. 1 heißt immer plus 1, oder? Ne, geändert um 1 kann ja auch negativ sein. Aber in dem Fall ist es positiv immer gewesen. Das war es dann schon wieder, ne? Müsste länger laufen. Naja, aber wir haben da noch ein paar andere Sachen. Da hast du zum Beispiel Buildings, da hast du die Buildings noch gar nicht gezeigt auf Ferengina. Hat jedes Empire, das eine gewisse Wertigkeit hat. Ferengis, also Major Empire sagt man ja in der Regel. Ferengi sind Das vielleicht keine Majors. Firmenhauptquartier. Das Firmenhauptquartier, Firmendenkmal Auf oder Englisch ist Firmen. es einfach Das besser. Firmenhauptquartier übrigens kostet, um es zu bauen, Latinum. Ja, das seht ihr's. Da kommt es hin. Dann haben wir ein Flottendenkmal, Firmendenkmal. Was haben wir denn noch? Gewerbezone, okay, das haben sie alle. Es gibt zum Beispiel hier auch den Handelsturm. Ja? Der ist ja auch Kanon. Der ist schon gebaut, wenn man startet. Na, guck mal hier, Fränkische Handelsbehörde. Jetzt können wir hier gucken, was machen wir Ja, das denn? war das Handeln mit die weibliche, die Grischka hat gehandelt. Einberufen und eine Erwerbsregel, Vernetzung, Konferenz. Können Fränkische Branch Offices eröffnen? Da würde ich auf jeden Fall in die Richtung gehen. G-Man. Ja. Definitiv ist ja. Das ist ja eine der Hauptmerkmale als Megacorp. Guck mal hier zum Beispiel, das würde uns jetzt 250 Latium kosten. Wobei die Ferengi natürlich dann vorher erstmal den Handelsdeal wie in Anilla machen müssen. Das ist ja auch Kanon, ja. Die Ferengis müssen erstmal mit den Leuten dann einen Müssen die Vertrag erstmal über den Tisch abschließen. ziehen, müssen erstmal für den Vertrag über den Tisch ziehen, die Erstmal Leute. mit einem anständigen Vertrag über den Tisch gezogen werden und dann können die Ferengi über die Leute herfallen und das ganze Latinum-ähnliche Ressourcen aus den Planeten rausziehen. Die Orione sind ja Syndikat und die brauchen das ja dann nicht, ja. Die können ja dann einfach ihre geheimen kriminellen Geschäfte als Branch öffnen, ohne das vorher mit der lokalen Regierung abzusprechen. Die können richtig hier ihre Wirtschaft boosten, sehe ich gerade. Ja. Durch Jobs, ne? Einfach plus 7% Mineralenergiequellen. Ja, da geht's richtig ab bei den Events hier. Die kriegen schon ein bisschen was, ne? Oder dann hier einfach mal zusätzlich so, das ist klar, krieg ein bisschen Latium aus, krieg dafür plus 10% Mineralienabbau. Doch schön, dass es jetzt teilweise auf Deutsch ist. Man kommt ein deutsches Fenster, mal ein englisches. Ja, wie gesagt, Lokalisierungsarbeiten müssen noch gemacht werden. Na, Werden also händeringend Jungs, Leute dafür gesucht. kommt rein, macht Lokalisierung für New Horizons. Alles ist für jeden, der dabei ist, ist einfach nur ein Hobby. Man muss nicht viel machen, es müssen nur viele Leute. Also wenn wir 400.000 Leute haben, muss jeder nur ein Wort schreiben. Richtig, wenn wir 20.000 Leute sind, dann. Je mehr Leute wir sind, desto weniger müsst ihr machen. Horat ist schon fertig. Ja, der ist auch krank. Der ist krank. Hi Horat, gute Besserung. The Kraken. Roman, release the Kraken. Oh mein Gott. Hey everyone, nice to see you. Horat ist fix und fertig hier, ja, das glaube ich. Der kränkelt leider schon eine ganze Weile. Hi, ihr Krakenboys. So, Horat, run, you fool. Jetzt geht's los. Winslayer, jo, Silas, hi. Oh mein So. Gott, Jetzt bricht meine Leitung zusammen, jetzt geht alles kaputt. So. ist hier mal gerade jetzt selber gesprengt. Ich denke, das ist alles Englisch hier. Nee, also sind viele Deutsche bei. Exruder ist Deutsch. Peaks Achievement von mir. Oh mein Gott, nein, lass es. G-Man, ich hab hier, warte, pass auf. Ich mach hier Nägel mit Köppen, Freunde. Ich hab hier noch einen Nagel.
Hier haben wir einen Nagel und dann können wir einfach so. Einfach reinhämmern! Was denn haben wir hier? Eine neue Ära. Oh ja, das ist schön. Follow this man. Oh, nice. Thank you, Horat. Hallöle. Hello, das war everyone. Mal ein schöner Raid, der hier durchgezogen wird. Das war 70 Leute, glaube ich, die mit Horat mitkamen. Du hast jetzt 116 Zuschauer. Hab ich. Ja. Hallo alle zusammen. Hier lachen zusammen. Pixar hin und wieder ist gut für die Aufmerksamkeit, das stimmt. So, mein Bot sagt mir übrigens, es sind nur 64. Der kommt nicht ganz mit. Der kommt nicht mit, naja. Nee. Also nochmal zu den Schiffen. Gibt es nicht viel. Beim Chipset hat sich nichts geändert für die Ferengi. Nur für die, die es nicht wissen, die Designs sind Nachbauten. Moment, warte kurz. Es gibt das eine Grundmodell. Man kann dich nicht verstehen. Du musst kurz warten. Warte. Ach so. Ich hab gesagt, mach die Sau. Sei still. Warte, ich mach die Alertbox aus. Es tut mir leid. Jeder, der followt, Dankeschön. Thanks to everyone. Ich muss überlegen, wie sagt man denn auf Englisch? Danke an jeden, der mir ein Follow da lässt oder gefollowt hat. Englisch. English is not my. Sorry. Time to translate. Aber das Gesicht, das du ziehst, wenn du darüber nachdenkst, ist wirklich schon Gold wert und das ist dank genug. Okay. Thanks for your follow, Horat. And, trink eine Menge Tee, leg dich ins Bett, leg die Beine hoch und kurier dich gut aus. Bisschen alter Frische und bis bald. Dayan hast dir geschrieben. Thanks to everyone who's following Pelagantifor. Ja, das wäre tatsächlich. Warte. Age is not my. Englisch ist hart. Yeah, it's really. Er ist gestorben, als er das schrieb. Warte. Das machen wir. Pass auf. Und zwar, ich habe ein wunderbares Quote-System. Da gibt es tatsächlich schon einen Quote. Warte mal, funktioniert der eigentlich? Das habe ich falsch geschrieben. Die Handelsbehörde läuft immer noch voran. Quote. Da haben wir zum Beispiel einen. So, und jetzt können wir einfach 9 hinzufügen. Machen wir das. Komm, das war echt dumm und lustig. Submit. Und jetzt können wir einfach hingehen und sagen. Jetzt kann ich mir das immer wieder durchlesen. Immer und immer. And again, and again, and again. Dazu muss ein Clip her. Dazu muss ein Clip her. Englisch ist not my. Englisch ist not my. Wer den Clip findet, bitte. Ich kann den wunderbar gebrauchen. When is the mod coming out? Ja, die Mod wird jetzt auf Englisch 24 antworten Stunden erstmal verzögert. Das muss jetzt auf Englisch antworten. Achso, ja, die Mod wird um 24 Stunden verzögert. 10 minutes delay. Sorry. Nee, ich bin jetzt hier im deutschen Chat und dann werde ich jetzt nicht anfangen, auf Englisch zu quatschen. Nee, das ist nicht. Ich kann sogar nur auf deiner Qualitätsstufe, also lassen wir das gleich. Übrigens an jeden, der möchte, darf gerne meinem Discord auch joinen, wenn ich das nächste Mal spiele. Stellaris, seid ihr alle gerne herzlich eingeladen mitzuspielen. Nur mal so am Rande. Wir spielen auch andere Spiele, aber ihr seid jetzt, ich spreche euch jetzt mal vorrangig an, weil Stellaris und wenn wir genug Leute zusammen kriegen, werde ich auch mal ein Multiplayer-Event für STNH versuchen, auf die Beine zu stellen. Ich habe da so ein paar Leute, die werden mir bestimmt dabei helfen. So ein G-Man, so ein C2 wird mir bestimmt auch dabei helfen. Ich also weiß nicht, wovon du redest. Keine Ahnung. Was für eine Sprache ist das? Ja. Nochmal zurück. Erst, nachdem das Ganze jetzt ein bisschen abgeschwungen hier ist, dieses, man kann nicht wieder hören.
wir haben, also dieses Ship-Modeling von den Ferengis ist letzten Endes immer das Konzeptdesign aus Bird of Federation übernommen. Immer von dem einen Modell, das wir von Raul Moura haben. Brasilianischer Modeler, der wirklich ein geniales Modell aufgebaut hat. Mhm. Und haben das dann jeweils weiter immer schön Kitbashing-mäßig umgebaut zu diesen Varianten, die es in Bird Federation damals gab. Weil man kennt ja letzten Endes, glaube ich, insgesamt nur zwei verschiedene Schiffe. Das eine aus ENT, wo sie die Enterprise überfallen haben. Und dann aus eben TNG. Hier. Und das aus TNG, genau. Und ihr habt ja ein bisschen Variation mit reingebracht. Muss ja, man muss ja, ich musste mir so viele verschiedene Schiffstypen ausdenken, das war... Ist das ein Eisschaber? Benutze ich das Schiff morgens, wenn ich mein Eis von der Fensterscheibe kratze? Könnte man meinen, ne? Ich glaube, das hat irgendwas mit den Asteroiden zu tun. Dann hier vorne, das ist eigentlich ein Injektionsschiff, das injiziert einem irgendwie ein bisschen was. Was haben wir denn hier? No, das finde ich schön. Das ist. Hat einen Aufbau hinten drauf. Soll wahrscheinlich mehr Waffen darstellen. Ja. Wie gesagt, die ganzen Konzepte sind aus Bird of Federation, dem alten Game of Microprose aus dem Jahre 1999. Gesuchtet damals. In Estio gibt es ein paar Schiffsvarianten. Die Nandi zum Beispiel. Ja. Sagen wir hier, das ist einfach dasselbe Model. Wie schon das eine, nur ein bisschen. Nein, wir können halt die Models, halt von STO nicht nehmen. Ich habe da auch schon mit dem Designer gequatscht, der hat da gesagt, er würde gerne, aber er kann halt nicht. Findet die Mod auch geil. Nur kann er sie uns nicht geben. Und so müssen wir sie halt nachbauen, und nachbauen ist immer eine sehr zeitaufwendige Sache. Sieht's wie gerade schön. Das ist für das PK-Manöver Nummer 5 gebaut worden. Römisch in das gegnerische Schiff reinbrettern. Ohne dass das eigene Schiff komplett verloren geht. War das nicht das Manöver von wegen an zwei Stellen gleichzeitig sein? Mhm. Zetum schreibt gerade übrigens, nur so am Rande, an wen muss ich denn wenden für Lokalisierungsarbeiten? Ich schreibe das jetzt nochmal in den deutschen Discord-Channel. Das kommt jetzt in den deutschen Discord-Channel. So, weil wegen WhatsApp gern geschehen, weiter konnte ich leider nicht zurückspulen. Weil wegen WhatsApp? Achso, ein Clip, den hättest du auch einfach direkt hier reinposten können. Oder im Discord posten können. Das wäre jetzt vollkommen in Ordnung gewesen. Hier sieht man übrigens wunderbar, dass die Ferengi noch nicht, also kein, dass sie keinen Argen. Das ist dir peinlich. Nein! Ist mir doch nicht peinlich! Dass sie keinen Arken-Type haben, sondern einen ganz normalen Typen. Deswegen sieht man hier zum Beispiel durch alle Technologien auch die normalen Standard-Modelle. Das könnte bei Romulanern, Klingonen, Föderationen nicht passieren. Guck mir den Clip doch mal selber an. Mal up den Clip. Ja, das wäre tatsächlich. Warte. Das, Age is not my. Warte. Das ist aber nicht das. Das muss ich dann nach dem Stream auch machen. Und schon ist die Immersion futsch. Entschuldigung. Aber das wollte ich mal gezeigt haben. So. Gibt es irgendwelche besonderen Module für die Ferengi-Schiffe? Wahrscheinlich nicht, oder? Naja, die allgemeinen, die wir jetzt hinzugefügt haben. Das hier ist neu. Das hier ist auch hier das Neue. Backup Warp Coils. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Module, dass die Ferengis ein Casino auf dem Schiff haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir verfügbar ist. Mit denen sie dann im Latinum erwirtschaften können. Also sind das dann quasi alles Handelsschiffe? Ja, man kann wohl ein Handelsschiff draus machen, ja. Was haben wir denn hier? Nö, ich glaube. Haben wir schon. Ja, da machen wir noch ein. Nee, haben wir Deutsch nicht. Dran. So. Ja, weiter ging es nicht zurück. Ja, wie gesagt, da muss ich das machen. Wenn das Stream vorbei ist, dann suche ich mir die Stelle nochmal raus. So, ich habe das mal in den SDNH German Channel geschrieben.
So, da war doch vorhin irgendwas, wo ich sagte, Clash of the Titans again. Kann ich hier den Discord-Link in den Chat reinwerfen oder wird er gelöscht? Schreib mal kurz was. Ich habe das mittlerweile gefixt. Man kann bei mir, wenn man mich jetzt fragt, genau. Man kann mittlerweile, wenn man mich fragt, Links hier reinschreiben. So, ich habe dich permitted. So, So, jetzt sagt der Bot dir, guck mal, du hast jetzt 30 Sekunden Zeit und darfst jetzt einen Link posten. Jetzt hast du den... Oh, mein Gott, es funktioniert, ich habe gefixt, gesegnet sei, Fähigkeiten, Sachen zu fixen. So, ja. Ja, was haben wir noch? Also, die verschiedenen Flavor-Events, die dann bei den Ferengis und bei den ganzen Rassen durchlaufen. Sieht die Liste ist gar nicht so richtig durchgegangen. Wir sind die Liste gar nicht so wirklich durch, und das ist richtig. Ja, einfach im Bioflow hier durchgetriftet. Wahrscheinlich haben wir 1000 Sachen vergessen. Ach, guck mal, der Vasul, der schreibt gerade. Denke, ich muss dir mal ein paar neue Ferengi-Ship-Konzepte machen. Dabo-Tables, ja. Im Casino, Dabo-Tables, klar. Also, wie gesagt, auf den verschiedenen Schiffen gibt es dann die Möglichkeit, wahrscheinlich Dabo-Tables aufzustellen. Sieht das schön aus so? Machen wir es lieber so? So schöner. Guck, die haben so ihre eigene Station. Die meisten Rassen, Major-Rassen, haben dann halt einen speziellen Module, die auf den Schiffen verbaut werden können. Oben auf die Hülle, genau. Ein Modul drauf, auf die Brücke! So auf der Brücke, dann oben drauf so. Guckt mal, hier, ein Dabo-Table. Mein Latino! Geht's ja nicht aufs Holodeck, die Frenke gehen zum Zocken. Ja, ist richtig. Ach so, ja, was vielleicht viele interessiert, wir haben die Edo hinzugefügt. Mit dem Edo-Gott der Weltraumstation. Auch eine Sache, die interessant ist. Wo man vielleicht erwähnen sollte hier. Was vielleicht manche nicht so richtig freut. Kelpianer sind nicht mehr spielbar. Nicht? Nee, hat auch seine Begründung in der letzten Folge von, eine der letzten Folgen von Short Tracks. Okay. Das sind die Kelpianer jetzt dann erklärt worden, wie Saru halt dorthin kam und was die Kelpianer eigentlich sind und so weiter. Und dass sie nicht warpfähig sind. Pre-Warp. Nicht spielbar. Das ist also das Einzige, was ich von den Kelpianern weiß. Spoilerwarnung. Haltet euch jetzt die Ohren zu oder macht kurz Mute, der es nicht wissen will. In 3, 2, 1, jetzt. Das eine, was man in der zweiten Folge, der zweiten Staffel von Discovery erfährt, ist, dass er ja auch ziemlich viel dafür getan hat, um Offizier in der Sternflotte werden zu können, als erster Kelpianer, und er dafür unter anderem zum Beispiel 30 Föderationssprachen gelernt hat und die alle flüssig sprechen kann. Nee, 80. 60. 60, 80, 90. Und so gehen schon die, und so schon gehen die Legenden los. Die sind Feiglinge. 90! Oh mein Gott! 90! Richtig, viele! Ich meine, das wäre irgendwie so eine 80er, 90er Zahl. 101! Wer bietet mehr? 101 zum Ersten! Zum Zweiten! Zum... Ja, um das nochmal auch auf den Punkt zu bringen, die ganzen Models, die ihr jetzt hier in den Safe Games gesehen habt, das sind nicht die einzigen Models, die zur Verfügung stehen. Es gibt ja dieses, was schon viele kennen, das Starfleet Museum, um alte Schiffe wieder zur Verfügung zu stellen. Richtig. Das heißt, man hat im kompletten Chip, im kompletten Playthrough über die hunderten Jahre hinweg immer die Möglichkeit, irgendein Lieblingsdesign wieder aufzusetzen oder einfach, weil es an irgendein Konzept hineinpasst, dass man irgendeine alte Schiffsvariante baut, die eigentlich außer Dienst gestellt wurde. Wichtig an der Sache ist auch noch zu erwähnen, dass nicht jedes Schiff mit jeder Waffe ausgestattet werden kann. Zum Beispiel haben die Enterprise NX-Klasse, die kannst du nicht mit Phasern von der Enterprise D ausstatten. Das geht ja auch rein mechanisch, macht das ja gar keinen Sinn. Die hat ja die Phaser-Bänke nicht.
Ja, richtig, das geht gar nicht. So, und endlich konnten wir das dann halt auch umsetzen. Und das führt dazu, dass natürlich dann diese alten Schiffe, naja, immer ein bisschen schwächer sein werden. Sowieso, weil du kriegst nicht die Endgame-Waffen in diese Schiffe eingebaut. Beziehungsweise Endgame-Waffen, in diese Endgame-Schiffe kannst du auch nicht diese Startwaffen einbauen. Ja, das ist dann alles ein bisschen limitierter auf verschiedene Ranges. Richtig. Ja, ansonsten habt ihr noch irgendwelche Fragen? Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben zu erwähnen, wo ihr doch gerne drauf eingehen wollt? Wie die englischsprachigen Leute gerade darüber diskutieren, wie lustig es doch ist, zuzuhören und nicht zu verstehen. Erinnert sich an den Borg etwas? Ja, es gibt ein komplett neues, umgewandeltes System, wie man die Habitate baut. Das ist bei den Borg, bei den Heroischen und bei den Suliban nochmal komplett überarbearbeitet worden. Da wollen wir jetzt aber nicht zu stark reinspoilern. Ich habe nur gesehen, dass dazu Updates heute kamen. Ja, ja, ja. Ich habe insgesamt, glaube ich, 4 Updates gesehen, die also das, was du gerade angesprochen hast, abdecken. Es wird viel, viel besser. Es wird viel, viel besser. Das alte System war naja, notdürftig, weil es war nicht so geil modbar, wie es heute ist. Also mit den letzten beiden größeren Patches von Stellaris kam wirklich gute Modbarkeit in dieses Game hinein. Und man hätte sich gewünscht, dass es an derselben Stelle so viel Zeit, wie sie in die Modbarkeit gelegt haben, natürlich auch in die Performance gelegt haben, hätten. Ja, man kann halt. Wobei muss man fairerweise dazu sagen, sie haben viel in die Performance gesteckt, aber leider auch viel in Sachen, die Performance wieder runterziehen. Die Performance ist per se besser geworden. Es ist kein Scherz, es ist besser geworden. Nur wenn du dann natürlich 30.000 Modifier hinzu addest oder die Pop-Anzahl verzehnfachst. Ja? In einem normalen 500-Sterne-Galaxie hast du normalerweise 200 Pops am Ende vorher gehabt, hast die erste 2000. Das ist ja Wahnsinn. Ja? Wie soll denn da Performance rübergebracht werden? Diese Limitierung, da hatte ich mir schon was überlegt. Ich meine, kann ich ja mal in die Runde fragen, was hält ihr davon, wenn man einfach Pops über Generationswechsel nach, sag ich mal, jetzt 100 Jahren einfach sterben lässt? Ja, also wenn einfach ein Pop auf dem Planet wegstirbt, dass man die dann reduziert. Das ist doch mal so eine Idee, um da ein bisschen die Pop-Grenze zu reduzieren. Ich finde, es ist halbwegs logisch, weil der erste Pop, den man bekommt, ab Spielbeginn, der stirbt nicht mehr. Der bleibt einfach bis zum Spielende da. Das klingt, ich finde, ist nicht logisch. Doch, also das, was du sagst, ist logisch. Nicht. Genau, ich finde es logisch, dass diese Pops auch wieder weggeholt werden sollten. Weil, naja, wenn du Nahrungsmittelmangel hast, sollte sich die Bevölkerungsgröße reduzieren. Das dann könntest du mal dadurch tatsächlich eine Frage. Ja. Bevor du mit dem Kernproblem kommst, und zwar es gibt ja Forschung, die langlebiger machen, ne? Ja. Geht das auch mit den normalen Pops oder das ist nur auf die Anführer beschränkt, oder? Naja. Oder kannst du alle Pops langlebiger machen? Naja, das, was ich hier jetzt ja beschreibe, ist ja erstmal, die Pops sind ja unsterblich. Also die Pop. Genau, und wenn du denen dann quasi einen Altersprozess geben kannst, kannst du die dann auch noch. Da ist genau der Sitz an diesem Kernproblem an, dass ein entsprechendes Event dazu auch wieder Ressourcen, also Performance kostet. Hm, ne? Ja. Also da beißt man sich dann wieder in den eigenen Schwanz. Wie man das umsetzt, da hatten Shaka und ich schon einige Gespräche dazu. Es gibt da möglicherweise gute Wege. Wir müssen das erstmal noch erstmal muss es noch programmiert werden und dann muss es noch ausgetestet werden, wie es mit der Performance sich überhaupt verträgt und ob es einen Vorteil hat. Ich finde es also wenn es jetzt wenigstens nicht schlechter performt, mit diesem Pops sterben, finde ich es an für sich so wertvoll, dass es auf jeden Fall mitzunehmen, auch wenn es die Performance nicht erhöht. Mhm. Was haben wir denn hier noch? Gibt es einen galaktischen Markt? Und kann man Sklaven handeln? Natürlich. Absolut. Das ist Star Trek-like. Föderation sollte das jetzt nicht können. Die könnten den galaktischen Markt eventuell haben, aber sollte keine Sklaven. Wobei. Naja, Sklaven kaufen könnte man eher. Könnte Sklaven die Freiheit kaufen. Ja, Sklaven die Freiheit kaufen. Ich glaube, das ist sogar eine Vanilla-Mechanik, nicht wahr?
Also Sklaven kaufen kann, glaube ich, jeder. Und wenn du bei dir das dann halt so eingestellt hast, dass du keine Sklaverei hast, dann werden die automatisch als normale Bürgerrechtler. Müsste so sein, ich bin ein Vanille. Als Pops mit Bürgerrechten eingeführt werden. Echt eine Null. Was haben wir noch? Hallo Bahamut, habe ich gerade gesehen. Einen wunderschönen guten Abend. Ach guck mal, Terrorist im Netz ist da, der Bean. Der Terrorist, oh mein Gott. Gibt es Vija in der Mod? Vija? Ah, lass mich kurz überlegen. Noch nicht. Noch nicht, aber das wäre natürlich cool, ne? Wenn ein Model dafür habe ich seit ungefähr 2 Jahren. Und es gibt, Moment mal, gibt es? Nee, warte mal, das ist nicht Vija. Ein Vija-Model habe ich seit ungefähr 2 Jahren, das ist verfügbar auf dragmesh.ch. Das ist aber ein bisschen. Das ist so ein scheiß großer Nebel, der ist wirklich gigantisch. Also, die Nummer mit Vija ist halt Storytelling und schwer über ein Model reinzubauen. Was haben wir denn noch? Ein System war limitiert. Ja, ist logisch, wie das Schiffe Offizierverschleiß haben. Richtig. Im letzten Patch hatte ich 254 auf Nachland. Okay, gab es kein Lag. Ja, yeah, thanks for the response, Eric. No goodbye. Ich glaube, die bleiben nicht sonders. Das ist ein positiver Bevölkerungswachstum plus 1. Naja, wenn du Planeten voll hast und denen keine neue Möglichkeiten gibt für Arbeitsplätze oder dann Wohnraum, dann geht der runter, richtig. Wir brauchen Redshirt-Verschleiß. Richtig, ich finde, wir brauchen nicht einen Offizier, also wir brauchen nicht strategische Ressource, wir haben eine strategische Ressource. Die Föderation bekommt 3 Ressourcen. Ausgebildete Offiziere, sondern wir kriegen 3 Wissenschaft. Und die Redshirts sterben weg wie. Genau, so. Die Redshirts dann permanent so. Du so, ich brauche Redshirts. Ich habe keine Redshirts mehr. Verdammt! Ah ja, der Toss Redshirt-Verschleiß. Ob die das mit dem Redshirt extra gemacht haben, dass sie die geändert haben und wichtiger gemacht haben, dass sie nicht mehr sterben, um das zu umgehen? Die Schiffe kosten Redshirt-Upkeep. Ja, Redshirt-Upkeep. Jedes Mal, wenn du mit einem Forschungsschiff irgendwo hingehst, zur Anomalie, die auf dem Planeten ist, geht oben Redshirt-Counter minus 1. Für jede Anomalie, die du hast auf dem Planeten. Bei Zengi sterben mit der Navigation und roten Hämmchen. In Tossen, Ferengi, was jetzt, hast du es vorhin, glaube ich, durchgeklickt, kann das sein? Es gibt nämlich noch ein cooles Ferengi-Event-Chain. Und zwar startet auch irgendwann erst später. Und zwar die Rechte von Frauen bei den Ferengis. Ja, das ist ja das, was wir gestartet haben. Das war ja noch das andere. Aber genial. Finde ich, es war eine geniale Idee. Das ist eine gute Geschichte. Ja, ja. Das war auch relevant ja in DS9. Ich hätte wirklich gerne mal gewusst, was aus Ferengi wurde, nachdem hier die letzte Episode von Deep Space Nine durch war. Ob sich das entwickeln konnte. Das wäre natürlich interessant zu wissen. Wann kommt der neue Patch für uns zum Spielen für 2.2? 24 Stunden später. Es ist nah, also definitiv jetzt erstmal nochmal 24 Stunden später. Nee, Quatsch. Es ist nah. Aber man kann natürlich nicht sagen, wir haben keinen Release-Date, wir sind nicht so drauf wie Paradox, wo wir sagen, ob es fertig ist oder nicht und hauen es dann raus. Nee, Liebe, wir machen das, wenn es fertig ist. Wenn es fertig ist, kommt es raus. Alles andere macht keinen Sinn. Aber ja. Euch sollte bewusst sein, da wir das jetzt machen, euch schon was zeigen. Es ist schon was da, was wir zeigen können und es ist nicht mehr allzu weit entfernt. Also ihr müsst jetzt nicht bis Weihnachten dieses Jahr warten. Nee, definitiv nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht mehr von Monaten reden. Habt ihr das mitbekommen, diesen Hand vom Mund? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt nicht mehr von Monaten reden. Also wenn wir nicht mehr von Monaten reden, sondern nur noch von Wochen, dann dieser Monat ist fast um, ne? Also Februar? Möchtest du... Ich werfe das mal in den Raum rein. Februar. Also wir haben definitiv noch mehrere 24 Stunden jetzt zugute. Bis in den März hinein.
Na, also je öfter man fragt, es kann natürlich sein, dass daraus wieder Monaten werden. Plus 24 Stunden ist ein echt harter Trigger. Das ist echt Zeit, die noch ins Land gehen werden kann. Wir haben noch 1000 Sachen, die wir noch durchgehen sollen, aber wir haben jetzt 2 Stunden voll. Und ich würde sagen, jetzt noch eine letzte Fragerunde. Noch. Sag G-Man, ich habe die Beta nicht zum Laufen gekriegt. Bean ist zu dumm, um die Beta zu starten. Soll ich dir sagen? Ja. Ja, ich weiß, er hat eine veraltete Version. Keine Ahnung. Mehr Stärken und Schwächen, welche und wie viele Waffenslots. Aber das hätte die 2 Stunden wahrscheinlich gesprengt. Warte mal kurz, da habe ich hier was dazu. Nein, die veraltete Version ist gestartet. Können wir mal Da kannst du ja mal ganz kurz nochmal einen Chip-Designer aufmachen und durch die Waffen scrollen. Ja, ich mach's bei der Föderation mal. Ja, und dann kurz mal, nur mal ganz kurz andemonstrieren, welche Mengen da vorhanden sind. Es ist, ich meine, 300 Buildings, über 200 Jobs, 3000 Technologien. So, wir können aber hier durchgehen. Also, wir sind jetzt beim leichten Waffenslot. Okay, die Plasmabeschleuniger gehören da jetzt nicht hin. Wir haben hier die andorianischen Laser, Partikellaser, Sichelwellendisruptor, kohärente Kompressionswellen, Angriffsphaser, modellierte Phaser. Das für so Leute, die EA-Server sind momentan bei allen Multiplayer-Server down wegen den Massen-Connect-Versuchen von der Anthem-Demo. Ja, EA replayed, würde ich sagen. Report jetzt, after. Jetzt weiß ich, warum du viele Zuschauer hast. Die können alle kein Anthem spielen. Multiphasen-Phaser haben wir. Graviton-Phaser, Sichelwellen-Disruptor. Kannst ja oben noch die 2 Hacken mal rausmachen, dann wird es noch ein bisschen mehr. Achso, ja, das sind die alten Waffen. Okay, also hier fängt man an, dann geht man so durch. Das ist mal langsam, ne? Dass die KI es endlich schaffen wird, die Stärke. Die was? Wird eine starke Föderation aufzubauen. Das würde mich mal interessieren. Kriegt die Föderation es mittlerweile hin, ihre Schiffe vernünftiger auszurüsten? Naja, das ist natürlich eine Waiting-Frage. Ob man die aktuelle Mechanik so weit ausgetrickst bekommt, damit man über das Waiting das so hintrickst, damit sie das dann halt bauen kann. Oder man geht halt hin und gibt ihnen feste Designs und sagt, es ist nicht designable und die haben immer die gleichen Designs. Beides ein schlechter Weg, weil beides ist eigentlich nicht so richtig umsetzbar. Nicht effektiv umsetzbar. Nicht gut, nicht schön für ein Gameplay. Man will das ja variabel haben und halten. Wieso sind denn bei dem Tunnel Phaser 1 die beiden eigens dunkel? Ja. Gute Frage. Ich frag das einfach jetzt mal so an der Stelle. Oh, kommen wir hier irgendwann? Dann müssen doch bestimmt gleich auch wie heißen die Waffen nochmal? Wie heißt nochmal das tödliche Zeug? Talaron, genau. Die Talaron-Waffen müssen ja auch irgendwann auftauchen. Hitzestrahl, ja, alles klar. Den Hitzestrahl aktivieren. Das klingt tatsächlich wie so eine 80er Jahre. Sci-Fi-Serie. Kompakte Phaser-Kanone. Von Tom Paris. Ja, genau, von Tom Paris, wenn er dann sein. Aktiviert den Todesstrahl! Protonenstrahl, Neutronenstrahl, Polaronstrahl, Polaronspeer. Ja, ich meine, also die Liste, die hat man ja nur wegen Research All. Ne? Ja gut, aber so brauchen wir die einzelnen Rassen nicht durchgehen, Cheating sondern hat man die direkt alle auf einmal. Captain Proton, ja. Ist denkbar, dass die Waffe gar nicht da drin ist, weil das nicht, nee, designable ist. Ist nicht drin. Ja, das ist halt nicht designable. Ich könnte aber hier... Ach nee, die ist einfach nur spezifisch. Multimissionskreuzer, schwerer Kreuzer. Oh, ich liebe die Sovereign einfach. Barbut spielt die
spiele das Spiel nur auf Englisch. Ne, die Mod nur auf Englisch, weil auf Deutsch ist noch ein paar hundert Jahre mal abstürzt. Nichts dran, dass der Mod nicht übersetzt wurde? Ne, dann dürfte es eigentlich nicht liegen. Also ich habe tatsächlich. Ich hab das ein paar Mal gehört. Reden wir von der 213 auch? Also war das bei der 213 auch schon so? Weil wenn ja, hatte ich das ich nicht. Ich hatte das schon in den letzten Jahren immer wieder mal gehört, so 2-3 Mal. Aber versuch sowas mal natürlich zu fixen. Ich meine, wie gesagt, wir haben 400.000 englische Wörter zu lokalisieren in Deutsch, Französisch, Russisch. Aktuell, da sind wir stark drin. Und dann halt noch Spanisch. Was gibt's noch? Italienisch? Ja? Nee, warte mal. Portugiesisch. Brasilianisch. Polnisch, Spanisch, Brasilianisch, Portugiesisch, genau. Hm. Da sind wir wirklich schwach. Aber Russisch, Englisch, German und French, da haben wir einen guten Progress. Und ich sehe hier schon 50 neue Lokalisierungshelfer. Echt geil von euch. Siehst du schon potenziell 50 neue? Ja. Ich möchte mal kurz darauf hinweisen, hier wurden tatsächlich Hardpoints von dir gesetzt, wa? Ja. Also es ist jetzt nicht alles an derselben Stelle, dass die Schüsse von in der Mitte kommen. Ja, das sollte eher gar nicht passieren. Lernt halt englische VR-Ersche. Oder aktiviert eure Übersetzungsskills für Deutsch. Man muss ja nur aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen, wodurch selbst jemand ganz ohne Kenntnisse mit Google Translator den ganzen Scheiß einfach in einen anständigen Satz umformulieren kann. Google Translator lässt das übersetzen, benutzt seinen gesunden Menschenverstand und macht den Satz im richtigen Kontext. Und wenn er auch noch, wie du sagen wolltest, tracky ist, dann kriegt er sogar noch den Begriff dahin gebuttert. Dann wird er aus dem klingonischen Heimatplaneten, also aus dem klingonischen Capital Planet nicht die Hauptstadt machen. Richtig. sondern der Hauptplanet zum Beispiel. So, dann würde ich sagen, sind wir fertig. Also wir sind nicht fertig. Definitiv nicht fertig. Wir haben noch viel zu zeigen, aber wir haben die 2 Stunden voll. Wir haben, das mache ich auch größtenteils. Was? Das mache ich auch größtenteils auch. Soll den Romulaner schauen. Ne, die Romulaner, da haben wir gesucht. Jetzt weiß ich, wer da so Deutsch schreibt, ja. Boah. Ich habe vor kurzem mal einen längeren Text aus dem Englischen übersetzt und festgestellt, dass gut zu übersetzen gar nicht so einfach ist. Retreat, Attack und Attack gleich Retreat. So kann es auch rauskommen. Jetzt kommen wir, guck mal hier. Das sind alles potenzielle Translator. Ja, ich habe den was man machen sollte, im deutschen Discord-Channel von unserem Discord reingeschrieben. Schreibt die Jungs an, sagt, ihr wollt helfen. Und schon bekommt ihr ein gigantisches Projekt vor die Latz, von Latz gelegt und könnt dann da Zelle um Zelle füllen. Richtig. Wenn jetzt keine Fragen mehr sind von eurer Seite aus, würden wir diesen Stream zum Ende führen. Ich finde, man könnte zum Abschluss dann noch mal einmal den Stream-Channel laufen lassen. Aber jetzt wollte ich denen doch erstmal die Gelegenheit geben, noch mal, falls noch Sinn, Fragen zu stellen. Schnell, mach den Stream aus, bevor noch einer fragt. Du musst denen doch Zeit geben. Die haben doch ein Delay, die Leute. Ja, ich weiß. Und die müssen auch noch tippen. Die können ja nicht einfach so wie wir labern, die müssen tippen. Boah, das wäre ein anstrengender Stream. Wo alle, die in dein Stream kommen, auch mit dir labern können. Oh Gott, wäre das ein Durcheinander. Ja, Gott. Megastrukturen sind auch komplett eine große Nummer hier in der Patch. Was zählt denn also unter Megastrukturen? Naja, letzten Endes alles, was du über entweder eine Event-Kette baust oder über das Megastrukturen-Menü. Also ist zum Beispiel ein Transwarp-Gate eine Megastruktur? Richtig. Damit sind dann die Habitate eigentlich auch Megastrukturen, weil Vanilla sind es ja. Okay, also die bleiben halt einfach. Sind die Saurianer überpowered oder wurden sie gefixt? Sie wurden stärker gemacht. Die wurden noch stärker gemacht, damit sie noch eher nach Hause kommen. The Great Material Continuum, Namen des neuen Patches? Ja. Ganz genau, The Great Material Continuum. Im Fluss des Continuums wird sich schon alles finden. Bei so. Englisch ist sollte das letzte Zitat sein. Bitte? Bitte, ich habe da nichts gehört. Und nichts gesehen, gar nichts. Rache der Saurianer. Bei Saurianer muss ich immer an El Auriana denken.
Ja, die gibt's ja jetzt auch. Ach, die gibt's auch. Die sind auch dazugekommen, ja. Das hättest du euch mal erwähnen können. Es gibt so viele Sachen, die wir nicht erwähnt haben. Wir können hier wirklich mehr eine Serie draus machen mit dem, was alles noch nicht erwähnt wurde. Ich wollte einen Podcast machen, aber da hat sich ja keiner für interessiert. Doch, ich mach da mit. Du machst da mit? Ja, aber du musst ihn machen, habe ich ja gesagt. Ja, yeah, also du musst mit mir reden. Ja, mit dir reden kann ich. Und ich nehme es dann auf und lade das irgendwo hoch. Ey, aber nicht in den falschen Stellen. Nicht, dass die CIA das in die Finger kriegt. Der Soundcloud nehme ich. The Castle of Arg. Das sagt mir nichts. Welche Völker sind noch alle neu dazugekommen? Guck mal, jetzt kommen die Fragen. Ah ja, also, die Zeit ist vorbei. Die Antworten kommen beim nächsten Stream. Jetzt, also komm, jetzt kannst du zumindest... Nenn uns fünf. Wenn es noch fünf gibt. Sind fünf neue Rassen dazugekommen? Du kannst ja ins Menü gehen und einmal durchscrollen, dann sehen sie sie ja. Jetzt macht er sich aber auch einfach. Die spielbar sind, aber es sind ja auch wie zum Beispiel verschiedene eben nicht spielbar. So, was haben wir denn da? Also spielbar wird in Zukunft 8472 zum Beispiel. Kann man 8472 spielen. Die sind aber nicht als KI, spawnen die nicht. Sondern die werden einfach nur spielbar sein, wenn man sie A-Kanon-mäßig damit starten will. Weil man ja Probleme hat, da wir nicht die verschiedenen Zeitlinien in derselben Mod anbieten können. Das ist richtig, ja. Ja, Megakonzerne. Die sind da neu, oder? Da hatte man jetzt Ferengis, nee, die Orioner und die Karema, die Iridianer und die Nokadianer. Die Iridianer sind kein Megakonzern. Noch nicht. Noch nicht. Kommt noch. Ja. Aber ist das Ziel. Ist unser Ziel. Wer von euch kennt jetzt den Insider, wenn ich sage, kommt noch? Sagen Sie es bitte nicht. Dienstag. Kenn ich nicht. Nee? Vielleicht kommt da einer drauf. Was kann man da? Sonar-Kommando, die Suliban. Enterprise C. Nee, nicht C. B. Genau, war im Star Trek-Film. Als sie... Oh, die C? Ja doch, das war die B? Also Treffen der Generation, werden, genau. Und von wegen, da war Kirk auf der Brücke und da haben die versucht, mit einem Traktorstrahl aus diesem Energieband wieder rauszukommen. Und dann so, der Traktorstrahl kommt, sagen Sie es bitte nicht, Dienstag. Ach so, ja genau, ich erinnere mich. was ich sagen wollte, für die Sona ist aktuell von einem Contributor ein Chipset in der Mache. Mit zum Beispiel dem halbmondförmigen Schiff. Waltesier sind neu. Waltesier? Was? Waltesier? Da. Ja, die sehen neu aus. Waltesischer Senat. Musst du ein bisschen hochscrollen. Ah, da oben. Ah, ja. Senat von Akkadar. Aber Akkadar sagt mir was. Nabroid Allianz. Was haben wir denn noch? Die sind auch neu, oder? Skreanische Republik? Oder gab's die schon? Screen, ich bin halt, wie gesagt, durcheinander mit den ganzen verschiedenen Versionen und der einen Version, die wir gar nicht gepatcht bekamen, die halt jetzt nämlich hier drin ist, die Screen kommt durchs Wurmloch, kennt jeder, ja? Die häuten sich die ganze Zeit, auch neu. Und die gab es schon, sind oben beim Dominion. Ja, der Iranische Republik, ist die neu? Bin mir nicht sicher, ich glaube, die sind schon länger drin. Feindlicher Kongress von Banea. Wobei, es kann auch sein, dass ich die alle nicht kenne, weil ich spiele an sich nicht die große Karte. Ich spiele für mich persönlich immer die kleine. Oder gibt es ja auch alle zur Auswahl. Okay, dann scroll ich einfach nicht durch. Banea. Die Skrean waren in DS9. Ja, sicher. Die Banea sind auch neu. Ja. Die Kraylor? Die sind alt. Okay. Ich habe gerade überlegt, dass wir ein Schreibfehler und hier ist ein Kraylor und haben ein falschen Ding drin, aber okay. Nee, es gibt noch eine Rasse, die heißt Kraylor, ja. Da ist der Kraylor, die Talaxianer. Ein Dominion-Event mit dem Wurmloch? Naja, es gibt ja das Event, das das Wurmloch erstellt. Ist das nicht eigentlich ein Bio-Event? Kommt auf an, ne?
Ich kenne sie alle auswendig. Ich habe mal eine Liste erstellt für eine Hartz-IV-Liste. Das ist auch sowas. Hier dieses, diese Voransicht von dem Boot, von dem Model, funktioniert nur auf Linux. Auf Windows funktioniert es nicht. Das ist, hat irgendwas mit DirectX und OpenGL zu tun. Aber also hier die Helix, die hier angezeigt wird. Genau, genau. Nur auf Windows funktioniert es nicht. Wir Windows benutzen halt DirectX und kein OpenGL. Ja, was ja auch ein Problem ist. DirectX legt irgendwie die Grafiken zweimal ab, wodurch dann der RAM damit zu, der V-RAM damit zugemüllt wird. So. Haben wir's. Also haben wir haben es noch nicht, aber wir machen jetzt Feierabend. Wir gehen jetzt in den verdienten Feierabend. Ich finde, wir hatten einen halbwegs guten Chat, obwohl wir jetzt technische Probleme vorher hatten. Ja, aber das war ja, bevor es überhaupt losging. Ja, ja. Hat alle soweit gut geklappt. Finde es toll, dass es so viele waren, die dem Spam von mir gefolgt sind. fand ich toll. Ich danke jedem von euch, der da war. Dankeschön, dass ihr heute Abend euch das angeschaut habt. Dass ihr so zahlreich erschienen seid. Also große Props an euch. Und ich denke, man müsste das irgendwann dann nochmal wiederholen. Vielleicht zur nächsten Version, vielleicht zum Release. Mal gucken. Vielleicht zum Open BTC gibt es ja bei euch gar nicht. So einen Tag, bevor wir releasen, machen wir dann nochmal eine Versionsanzeige, wie es dann fertig aussieht. Vielleicht kann man da auch schon ein Spiel machen. Könnt ihr mal ein Community Multiplayer Event machen? Ja, darauf wollte ich gerade hinaus. Das kommt. So, vielleicht auch so einen Tag vor dem Release. Kann man ja schon mal so ein Event machen. Also Community Multiplayer, ganz plumpe, ganz normale. Finde ich genial, finde ich toll, bin ich immer gern dabei. Was aber auch kommen soll, ist ein neuer Dev Clash. Clash of Titans, wo dann verschiedene Devs und Streamer mit ganz vielen verschiedenen Streams dann einen richtig geilen Einblick auf eine schöne New Horizons Runde bieten. Die es ja noch kennen, die fragen mich immer wieder und ich wollte das ganze Jahr über eine machen, hat sich aber nie ergeben, aber ich finde, jetzt ist es wieder, es ist Zeit, wir müssen das machen, die Version, die wird so geil. Zu der neuen Version, ja, da kann man. Da hat sich genug verändert, dass es wieder neu und frisch wirkt. Genau. So, dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Die Frage würde ich noch aufgreifen. Warte. Das Sync-Problem. Gibt es das Sync-Problem noch? Ja, das ist ein altbekanntes Problem. Das kennt man von Paradox Games Paradox Games spiele seit 2006 durchgehend. Das ist ein Problem, das ist und bleibt, wo es ist. Ja. Also ja, das wird nie komplett verschwinden. Das ist. Je mehr, man muss sich das so vorstellen, je mehr Daten in einem Multiplayer-Event werden müssen. Genau, desto eher passiert ein Desync, desto eher hat man dann diese Desync-Message und so weiter. Und unsere Mod ist verflucht groß. Sie ist gigantisch. Sie hat wirklich ohne Scheiß mehrere Millionen Codelines. Und Respekt. Wenn man da spielt und einige hundert Jahre drin ist, dann kommt man nicht umhin, gelegentlich mal bei zu hohen Spielgeschwindigkeiten, weil das kommt noch hinzu, je schneller man das laufen lässt, desto schneller passiert es. Man könnte sagen, der Netcode hat dann Schluck auf. Na, und schon hast du dann. Der Netcode ist halt nicht für diese Datenmengen ausgelegt. Der ist eher für schnell connecten als für viel Bandbreite. Bin da jetzt auch nicht so richtig drin an der Stelle. Ich habe nur die entsprechenden Erfahrungen gemacht. Lieber auch eine Runde langsamer spielen und gemütlich nebenbei eine Serie gucken. Star Trek bietet sich da immer gut an. Wobei es bietet sich nicht an, wenn man am Stream ist, da geht das nicht. Da kann man ja auch andere Sachen machen. Richtig, wir haben einen Stream, dann hat man so einen geilen Chat wie euch. Ja, also, kann man sich so wie Netcode, Entschuldigung, so wie Desync letzten Endes nie ganz weg sein kann, dann muss man,
Nee, lassen wir's. Das ist eine Sache, die auch mit der Engine halt kommt, mit der Performance etc. Man muss mit manchen Sachen einfach leben. Ja? Die Mod zum Beispiel, ich habe hunderte von Schiffen, die ich noch gerne reinmachen würde. Die sind hier fertig. Ich könnte sie reinmachen, nur die Mod würde einfach nur früher abstürzen. Ich muss damit dann einfach langsamer machen und hoffen, dass es irgendwie eine Lösung geben wird dafür. Für uns alle, nicht nur für mich. Also, ich meine, das ist unser Projekt hier. Oh, guck mal da. Hab gehört, dass ihr ein Projekt habt für eine Star Wars Mod? Ja, gibt es. Ja, die Star Wars Mod, die ist lustigerweise auch ähnlich schon in den Endzügen. Die braucht auch nicht mehr lange, bis sie released werden kann. Ich habe gehört, wir machen ein Streaming-Event zu Star Wars. Ja, habe ich auch davon gehört. Wer war denn das nochmal? Also ich biete mich und alle Leute, die im Chat sind, dazu an. Wir sind da sehr interessiert. Wir werden das definitiv dann auch nochmal schön announcen, dass die Leute das hier auch mitbekommen. Auf den bisherigen Kanälen. Speedy, hi! Einen wunderschönen Abend. Ja, zum Abschluss nochmal ein paar Herzchen. Richtig. Also, Star Wars kommt. Gerüchteweise soll es auch eine Stargate-Mod geben, aber die kommt nicht direkt von uns. Und Elrati, für die es noch nicht bekommen hat, Elrati hat seine Ship-Mods aktualisieren lassen. Die sind wieder verfügbar. Die sind im Steam-Workshop. Die Waffen sind da und die Models von den Schiffen sind da. Ja, richtig toll. Hat er ja auch angekündigt, aber es ist auch alles so, man muss das alles in der Freizeit machen. Das meiste, was die Arbeit derzeit verschluckt, ist die Karte? Karte ist sehr schwierig zu modden. Die kannst du nicht so richtig automatisieren auf diesen, gerade speziell jetzt die Änderungen, die wir machen wollen. Dann musst du an die Systeme rangehen und musst dann da einzelne Systeme fixen. Und wenn du jetzt so, keine Ahnung, 500 Systeme zu fixen hast, dann musst du 500 Mal in ein System hineingehen und dort dann den entsprechenden Change machen. Ist es schon aufwendig. Aber es gibt deutlich größere Bereiche, die gemacht werden müssen. Zum Beispiel Lokalisierung. Ich sag nur, 400.000 englische Wörter müssen in alle verschiedenen Sprachen übersetzt werden. 4000 Star Map gepostet in eurer Mod. Ja, es gibt immer wieder Leute, die machen eine extra Mod mit noch größeren Galaxien, noch mehr Sternen drin. Wo ich mir die Frage stelle, reicht das nicht? Die ist von Pit. Ich habe es selber probiert. Sie funktioniert. Ja, aber ist dann die performance-technisch noch mehr. Sie zieht einem natürlich die Hosen aus bei der Performance, das ist klar. Das ist doch wie, wenn ich Warhammer 40k starte. Die Mod. Okay, nicht ganz so schlimm. Okay, das Thema lassen wir jetzt einfach mal so liegen. Die Warhammer 40k Mod ist ein edles Stück Arbeit, wo ich einen Hut vorziehe, weil das hat ein Mann alleine gemacht. Dem haben wir nur ein bisschen Advice gegeben, mehr nicht. Und der hat wirklich den ganzen Scheiß in Handarbeit gemacht. Es ist unglaublich, was der geleistet hat. Auch wenn die Mod nicht spielbar ist. Er hat halt gesagt, er will es auf 100% Kanon laufen lassen und gut ist. So. Jetzt aber, dann machen wir Feierabend hier. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ne? Wenn ihr danach, denkt dran, je mehr ihr danach ruft, dass ihr solche Streams haben wollt, desto eher kommen sie. Nur, was? Feierabend? Ja, Speedy, das ist ein spezieller Stream. Morgen. Wir können morgen nochmal streamen. Ohrfeiger, okay, Entschuldigung. Tut mir leid. Wir können morgen nochmal streamen. Lass dich nicht von dem Chat so festhalten. Ja, Speedy, das. Ja, Entschuldigung, ich bin Streamer. Streamer haben immer diese Krankheit, dass sie am Chat hängen. Ich freue mich tierisch darüber, dass der Chat aktiv ist. Dass die Leute mit mir reden, weißt du? Dann hänge ich da so dran, so. Ah, ich könnte euch den ganzen Tag zuhören. Schreib ruhig weiter. Ich lese das. Macht ruhig, bitte. Einfach weiter. Ihr dürft gerne alle in mein Discord kommen. Seid alle herzlich eingeladen. Wir spielen auch noch andere Spiele. Ich schreibe nicht mehr. Was? Wie gesagt, ihr seid alle gerne herzlich eingeladen. Ihr dürft alle gerne wiederkommen, wenn ich das nächste Mal streame. Zum Beispiel Stellaris Prison Architect, was jetzt auch zu Paradox gehört. Ironischerweise. Ja, wir zocken Prison Architekten und plötzlich kauft das Paradox. Ich habe kein Game mehr, das nicht von Paradox gepublished wird. Ich gehen die Spiele aus, die nicht Paradox Games.
Was spiele ich denn noch aber, zum Beispiel? TTT. Garry's Mod. Jetzt wissen wir aber eigentlich auch, warum dieses Game so buggy ist. Ja, gerne wieder. Gerne wieder. Also, euch noch einen schönen Abend. Wir gehen jetzt. Wir lassen euch mal den Trailer da und dann ist hier auch schon Feierabend. Also, euch allen eine gute Nacht. Haut rein. Oder guten Abend. Ja, ist ja auch keine Nacht. Abend, genau. Man sieht sich. Und schönes Wochenende. Wir haben Freitagabend. Schönes Wochenende. Ja. Küsst die Hand. Küsst die Hand. Gnädige Dame, gnädiger Herr. Was? Ach, er spielt, dass wir kaufen die IP ein. Ach, das wird gespielt, das kaufen wir. So. Jetzt auch wirklich hier. Schluss. Paddy, der PDX-Indikator. Also, ja, ja, Feierabend. Genau. Feierabend. So, ich mach den G-Man jetzt mal stumm. Sound muted. So, Sound gemutet. Und ich rede gleich wahrscheinlich noch mit G-Man ein bisschen darüber. Und jetzt gibt es nochmal den Trailer. Küssen aufs Nüsschen und so weiter. Ihr kennt das ja. Und dann ist hier Feierabend, Schicht im Schacht. Haut rein, einen wunderschönen guten Abend. Danke, dass ihr dabei wart. Danke für jeden Follow, der reingekommen ist, den ich jetzt leider nicht mitbekommen habe, weil ich den Alert ausgemacht habe. Und danke. Danke. So. Mac, New Horizons, great again. Das Wort zum Samstag. Ich lasse es jetzt mal so da stehen. The way I see it, humans used to be a lot like Ferengi. Greedy, acquisitive, interested only in profit. We're a constant reminder of a part of your past you'd like to forget. But you're overlooking something. Humans used to be a lot worse than the Ferengi. Slavery. Concentration camps. Interstellar wars. We have nothing in our past that approaches that kind of barbarism. You see? We're nothing like you. We're better.